Mädchen gesehen mit dem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Oha! Oha, habt ihr auf die Uhr geguckt? Ja, natürlich, er ist wieder komplett pünktlich. Geil. Keine Sekunde verspätet. Ja, hurra! Danke, Simon, dass du immer pünktlich bist. Danke, danke, danke. Duel gemacht. Dueler Livestream. Ja, hui, 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 ja, 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 hui, ja. Hui, 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 hui. Hui, der frühe Boss. Oi, Memo, guck mal, wie früh er da ist. Hallo Leute, willkommen zum Livestream. Schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus. Kuscher, grüßet in die Schweiz zurück. Und auch nochmal an Rico, der hat einen Zehner raus. Du bist der Beste, mach weiter so. Du rennst mir jeden Tag. Ich liebe dich, no homo. Küss. Rico Kienig, ich küsse dich. Aber ich sage nicht no homo, ich sage einfach no sexual. Kuss. Kuss, mein Lieber. Camouflage, könntest du noch einmal das alte Intro laufen lassen für alte Vibes? Welches alte Intro meinst du denn, Camouflage? Welches meinst du denn? Meinst du das hier? Unge-Intro, alt. Dieses hier meinst du? Ach nee, das ist komplette Lied. Das hier? Das ist auch 10-Stunden-Version. Ja, wo ist das unter? Digga, das ist das komplette Lied von Overwork. Wo ist denn das Intro? Hallo?
Dann muss ich ein altes Video von mir anmachen. Ungespielt Minecraft Survival Games mit Taddle zum Beispiel. Da werden wir es finden. Hier vor 7 Jahren. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Blitz Survival Games. Let's go. Das gab's schon richtig lange nicht mehr. Heute mit Zombie. Hallo. Let's Taddle. Hallo. Und wir haben Let's Play. Hallo. Let's go, let's go, let's go. Ich hoffe, es hat dich gefreut. So. Wo sind wir denn hier? So, instrumental. So. Wo sind wir? Rekdai, grüß doch bitte die Maria von mir. Sie hat heute das Staatsexamen geschrieben und bekommt morgen das Ergebnis. Wir brauchen deinen Daumen drücken. Ich drücke meinen Daumen. Küsse gehen raus und ganz liebe Grüße an Maria. Kuss, viel Glück. Kuss, aber das hat sie in der Tasche. John, hey Simon, wie geht's dir? Du meinst ja wirklich ernst mit Bowser. Nice. Dann hoffe ich mal, dass wir uns beim Turnier begegnen und es ein Ditto gibt. Ja, freue ich mich auch sehr drauf, John. Kuss. Ja, ich spiele jetzt Bowser noch nicht so lange, aber er macht mir auf jeden Fall Spaß. Ist ein sehr spaßiger Charakter. Kuss. An Legend Flex und Jeff. Kennst du eigentlich Omori, ähnelt Undertale und Earthbound? Ne, kenne ich gar nicht. Werde ich mir mal direkt mal notieren. Das muss ich natürlich mir mal angucken. Omori. Apropos Undertale. Wir haben immer noch nicht Deltarune. Heißt Deltarune der zweite Teil? Deltarune? Ich glaube ja, Deltarune. Haben wir immer nicht gespielt. Naja, hätten wir mal machen sollen. Das Dance, Dance, Dance kann ich nicht machen, Leute. Weil das ist leider mittlerweile Copyright. Die haben mich schon gestrikt. Diese Schweinehunde. Das ist so frech, oder? Ich hatte es immer als Intro und dann haben die einfach alle Videos geclaimed. Ich hatte sogar einen Strike bekommen. Hey, kann man dich über Instagram DM erreichen? Ja. Theoretisch ja. Praktisch schwierig. Schwierig. Axios, regest du euch noch auf Maelo? Ich habe ihn auf der Liste. Aber ich werde mir das mal ganz genau überlegen, den kleinen Schlawiner. Werde ich mir ganz genau überlegen. Happy Birthday, Simon. Ah, nee, warte. Ich hab ja gewusst. Happy Birthday to me. Ich möchte noch Lia grüßen. Sie stinkt nach Schinken. Lia, du Schinkenspigger. Basilo, Happy Birthday. Küsse gehen raus. Kuss, Basilo. Kuss. Alles Gute zum Geburtstag. Kuss. Ich küsse deine Augen. Ich küsse deine Stirn. Mashallah. Einfach der Hübsche. The Next Champions Kuss. Leute, wir fangen an, oder? Ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben über 1000 Daumen nach oben. Was ist das? 1200 zum Start. Danke euch für diesen kranken Support. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu laut, aber ich bin heute ein bisschen energischer. Hey! So, danke euch für euren kranken Support. Wirklich, vielen Dank. Und wir gehen rein in die Bücher. Let's go. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben heute ein paar Sachen, könnt ihr mich gleich daran erinnern? Wir haben heute noch ein Display Placement hier. Dieses schöne Bild, was im Hintergrund hängt. Da werde ich gleich noch was zu sagen, aber später so am Ende vom Umgeklickt. Aber erinnere mich bitte daran, dass ich es vergesse, ja? Eine kleine Stream-Integration. Mashallah. Aber machen wir später. Wir fangen jetzt erstmal in Ruhe an. Wir haben nämlich ein neues Video. Und zwar ein Video, was schon in letzter Zeit nicht mehr so selbstverständlich online geht. Wenn Sascha macht nicht mehr jede Woche Videos. Er macht manchmal auch. Also eigentlich. Oh, vielleicht auch doch. Vielleicht warte ich immer so sehnsüchtig auf die Videos, dass es mir immer so lange vorkommt. Vor einer Woche hat er es hochgeladen. Ich muss kurz überprüfen. Ist es wirklich eine Woche her? 14.03. Nee. Das ist schon 10 Tage her. Das kann ich nicht tolerieren. So. Hat jemand ihr OnlyFans? Oh, er hat OnlyFans mit ihr geschrieben, weil es sehr befreundlich ist. Ehrenmann. Wir gehen rein. So. Erstmal eine L'Oreal Man Expert Werbung. Mashallah. Die wissen, was ich brauche. Habe ich das schon gelesen? Unge, mit Geld kann ich dir, glaub ich, keine Freude mehr bereiten. Will dir deshalb gerne Artprints von mir in Among Us und von Scheiß zukommen lassen. Bitte um Lieferadresse heiße Quinks. Aha, da ist der Name. Ich habe das gestern schon notiert. Ich habe deinen Quinix-Namen gestern notiert, aber jetzt habe ich ihn. Kuss, mein Lieber. Das freut mich sehr, dass du da an mich denkst und ich werde dir eine Nachricht auf Twitter zukommen lassen, mein Lieber. Ich freue mich drauf. Kuss, hört sich geil an. Kuss. Und Yannick Becker, meine beste Freundin Annika und ich, Yannick, haben heute Geburtstag. Wir wünschen uns über einen Geburtstagsgruß freuen. Yannick und Annika, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, feiert schön, Küsse gehen raus, Kuss. So, und GRX und RobCup96, hey Unge, muss man bei der Ungepfanne wirklich Millimeter kleine Stücke schneiden oder ist das ein Fehler? Und kannst du meine Freundin Rina grüßen? Erstmal ganz liebe Grüße an deine Freundin Rina. Bei der Ungepfanne muss man, es gibt keinen Weg dran vorbei, es gibt viele Dinge im Leben, die muss man nicht. Ja? Es gibt viele Dinge, die muss man nicht tun. Aber bei der Ungepfanne
muss man Millimeter haargenaue, perfekte Scheiben schneiden. Ihr wisst, ihr kennt mich, wenn es um Kochen geht, bin ich ein Perfektionist. Ich schneide Millimeter perfekte Scheiben, jede Scheibe identisch, Millimeter groß. Dann müssen die perfekt in die Pfanne gelegt werden. Scheiß auf alles. Aber das ist das Einzige, was im Leben wichtig ist. Kurz, natürlich muss ich jetzt nicht. Natürlich nicht. Ich, der Zürcher, grüße die Community und wünsche euch allen einen schönen Abend. Nun genieße ich den tollen Stream. Etienne, grüß zurück. Kuss. Wo ist der Spendenlink für Unge? Was für ein Spendenlink? Ja, habe ich einfach entfernt aus dem Ding. Es gibt keinen Spendenlink. Ich habe ihn einfach aus der Beschreibung entfernt. Tja, Leute, hört lieber einfach auf zu spenden. So, Leute, wirklich, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf die Spenden. Bitte hört auf. Bitte. Wenn mir irgendwann jetzt mal so ein Krypto-Spenden-Ding einrichten, dann könnt ihr mir Bitcoin spenden. Alles darunter hinaus, wirklich, das ist mir zu mühselig. Ich möchte das nicht. Entweder schickt ihr mir ein paar Millionen oder ihr lasst es ganz sein. Ganz oder gar nicht, sage ich immer. Wir gehen rein. Let's go. Hat den Google-Mitarbeiter. Oh, Ewigkeit hochgeladen. Direkt auf die Liste. Zack! Letztes Mal schon wieder nicht gefallen. Das ist nicht Carsten. Ich musste dieses Bild zensieren und ich weiß nicht, was das Problem zwischen dem Google-Mitarbeiter und Carsten ist, aber wenn ich... Scheiße. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich habe keine Flasche Wasser. Und ich habe seit 10 Tagen mein Zimmer nicht mehr aufgeräumt. Ich glaube, ich kombiniere das ganz kurz. Ich werde mein Zimmer aufräumen und mir eine neue Flasche Wasser holen. Bis gleich. Memo, eine frische Flasche Wasser. Da sage ich nicht nein. Oh, Mashallah. Wenn das jetzt alles Bier wäre, dann würden die Leute sagen Alkoholiker. Wenn das jetzt alles irgendwie Energy Drink wären, würden die Leute sagen, er ist süchtig nach Energy. Aber weil das einfach nur Wasser ist, könnt ihr gar nichts tun. Das ist einfach nur Wasser. Ich bin ein Psychopath. Wasser, Beste. Einfach fix, Kuss. Wenn ich mir die Aktivität auf dem Hauptkanal vom Carsten anschaue, dann weiß ich ganz... Von wo hast du diesen schönen Stuhl her? Das ist eine ernst gemeinte Frage, Mika Kuli. Falls deine Frage ernst gemeint ist, dann muss ich dich einmal eines Besseren belehren. Es ist nicht einfach nur noch ein Stuhl. Das hier ist ein Kunstwerk für den Rücken. Denn auf diesem königlichen Thron sitze ich und genieße dieses Leben, dieses gute Leben vom PC. Das ist ein Backforce. Den gibt es auf backforce.gg. Wenn ihr hier in den Chat guckt, dann findet ihr diesen Link vom Nightbot. Ehrenlink/UngeGG. Und dort kriegt ihr diesen Stuhl. Aber ich warne euch. Ich warne euch ein letztes Mal. Solltet ihr euch auf diesen Stuhl draufsetzen, es gibt kein Zurück mehr. Danach wird jeder andere Stuhl sich anfühlen wie ein Haufen Scheiße. Hashtag Werbung. Wir gehen rein. Ganz genau, was los ist. I'm on a sugar crash, I ain't gonna fucking catch. Carsten, Glückwunsch zu 4 Jahren, kein Video auf dem Hauptkanal. Was ist denn mit Carsten los? Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Chats und Tinder-Profile gesendet. Das heißt, auch heute schauen wir wieder nach, was für Anmachsprüche und was für Profile ihr da draußen so rausgeschaut habt. Gesundheit. Du kleiner Hu. Ich bin wie immer sehr gespannt und ich hoffe, dass ich mit diesem Video keine Probleme mehr bekommen werde. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Chat oder mit dem ersten Profil. Let's go. Wingardium Leviosa. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich verstehe, warum geht's nochmal genau?
Es geht um Tinder-Profil oder was ist das genau? Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass ich mit diesem Video keine Probleme mehr bekommen werde. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Chat oder mit dem ersten Profil. Okay. Let's go. Es ist ein Foto. Oha, wer ist sie denn? Hallo Unge, ich sehe, dass du heute Phasmophobia spielst. Ich liebe, wenn du das spielst. Könntest du es öfter Phasmo spielen? Fabian, kurze Info, bevor es weitergeht. Fabian und alle anderen, die sich fragen, hey, Phasmophobia ist ein geiles Spiel. Warum spielst du es nicht so oft? Ihr wisst vielleicht, vor einer Weile habe ich mit meinem Bruder Miki TV dieses Spiel des Öfteren gespielt. Doch dann hat Miki nicht mehr so viel Lust auf dieses Spiel gehabt und ich ebenfalls nicht. Und ich sage euch warum. Ich spiele Horrorspiele nicht alleine. Ich habe verdammt nochmal Angst vor Horrorspielen. Ich scheiß mir die Hose voll und ich brauche jemanden, der mit mir mitspielt. Und ja, ich habe jetzt eine Mitspielerin gefunden und zwar Gnu. Gnu spielt heute mit mir Phasmophobia. Wenn es Spaß macht, vielleicht spielen wir es öfter zusammen. Ich mag das Spiel sehr gerne, aber ich würde es niemals alleine spielen, weil ich kriege sonst Panikattacken. Kannst du heute oder morgen auf das neue Video von Maelo reagieren? Sehr gut geworden. Kuss. Danke für die Empfehlung. Habe ich noch gar nichts von gehört. Wer ist dieser Maelo? Kuss. Das ohne Hose für Onlyfans. Wird dir nichts bringen, weil du nicht mal weißt, wie die Webseite richtig heißt. Egal. Habe im Zeugnis Deutsch 5, also passt schon. Das ist Englisch. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Gehen raus an den Bruder. Wer kennt die Website nicht? Auf entspannt erstmal eine Runde auf OnlyFans chillen. Haben eure Eltern euer OnlyFans gesehen? What? Kuss an Noble Chess. Isst du gerade ein Kaktus? Oh, so. Eis oder knistert das hier zwischen uns beiden? Ich esse gerade ein Kaktus. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Habe ich völlig vergessen vorher. Marie, 18, 9 Kilometer entfernt. Was ist das denn? Ist es Tinder oder was? Achso, ja, okay. Bernd, wo riechen Jungs am meisten, wenn sie... verschwitzt oder ungeduscht sind? Marie? Im Schritt oder unter den Achseln, je nach Typ. OMG, haha. Nee, den mache ich nicht nach. Find's ehrlich gesagt echt hot und männlich, wenn ein Junge so riecht. Ich habe leider keine Säure für meine Augen, deswegen hebe ich mir das für später auf. Sonst hätte ich mir jetzt meine Augen ausgebrannt. Mach doch nichts, ich riech da immer so. Ist das in deiner Hose ein Spiegel? Weil ich mich drin sehe. Danke, dass ich daran teilhaben durfte. Hey, hi, wie geht's dir? Oh, sorry, dass ich dir geschrieben habe. Hast einen Freund? Viel Glück weiterhin. Bin ich hier noch auf meinem Kanal? Leute, das ist das erste Mal, dass hier irgendwo Ehre bewiesen wurde. Die hat einen Freund, er lässt sie in Ruhe. Das gibt's hier normalerweise auf diesem Kanal in den Chats gar nicht. Hey, na, bist echt hübsch. Hast du Lust, etwas zu schreiben? Danke dir. Ja, gerne. Bei ihm läuft. Lieber Pizza oder Sushi beim ersten Treffen. Ein Blowy wäre ganz nice. Was ist ein Blowy? Papa Platte ist einfach eine geile Sau. Viel Blowy euch beiden, oder wie man das sagt. Anscheinend ist da doch was Wahres dran. Woran genau? Diese Benachrichtigung. Heiße Singles in deiner Nähe. Ich hab gedacht, die lügen. Naja, ob ich Single bin? Suche wen für etwas Spaß zu dritt. Also du hast einen Freund und willst mich mit ins Boot holen, um ein bisschen Spaß zu haben? Nee, Freundin. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Also wenn du das jetzt wirklich ernst meinst, dann wäre ich dabei. Wirklich? Ja. Gut, dann brauchen wir nur noch einen anderen fürs Team. Hast du einen Freund, der Interesse hat? Ich dachte, deine Freundin. Aber ja, hab auch einen Freund, der Interesse hätte. Dann klappt das ja mit Lasertag. Oh man! Pilze! Hey, mir war doch schon die ganze Zeit klar, dass es um Lasertag ging. Um was soll es da sonst gegangen sein? Hi. Nicht schon wieder Quizduell. Bin 23 aus Bonn. Wer? Ich als... Oh nein, warum wird im Quizduell geflirtet? Zu Leon. Nein. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Papa Blatt hat auch schon echt ein Z.
ziemlich gewaltigen Arsch. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Profile oder irgendwelche Chats rumfahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss. Geht raus. Falls ihr meinen Kanal, Unsympathisch TV, noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenloser Ehrenbruder-Basis ein Abonnement. Feuer! Ja, Mann. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Digga, du hast einen riesigen... Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich da muss ich glaub, einfach los. Schaut bei Unsympathisch TV vorbei. Was war's für eine Folge, Alter? Was war's für eine Folge? Was war das für eine Folge? Alter Schwede, guckt bei Sascha vorbei. Küsse gehen raus. Und wieder einmal werden alle Banger aus der 5. Klasse als Meme-Song wiederbelebt. Spendi Süd, die einzige richtige Prüfstelle. Danke, dass du mich als Clickbait nutzt, aber das dürfen wir nur auf unserem Kanal. Das gibt einen Strike. Ist das wirklich die? Ist sie das von diesem Dingens-Chat? Ich würde die eh nicht erkennen. Weil ich einfach fucking gesichtsblind bin. Ich kann das Tattoo mal vergleichen. So eine Rose am rechten Arm. Und hier. Ja, zeig mal. Das könnte wirklich sein. Ist die, ne? Ja, krass. Krass. Lustig. Ja, Sascha, da hast du ja ihr OnlyFans jetzt gefunden. So, wir gehen rüber zu ABK. Mashallah, ganz schnell rüber. Let's go. Ich studiere schon voll lange, weil ich mich gerne ablenken lasse und manchmal lieber Lachkicks will. ABK, egal was für ein Video hochlädst, eine Frage bleibt. Wo ist der verdammte Playbutton? Wo ist der Playbutton? Wo ist der Playbutton? A.B.K. Dings. Wo ist der Playbutton eigentlich? Wir gehen rein. Guten Morgen. Bruder, du hast schon eineinhalb Stunden gepennt, schau mal auf jetzt. Oh, jetzt. Bruder, ich habe eure Brustkrebs, lass mich mal. Okay. Was meldet der sich? Uni an, ich guck gerade so seine Unterlagen. Junkie, Alter, hängt halt irgendwelchen TikTok an irgendwo in Dortmund ab und vergisst seine Studiengebühr zu bezahlen und fliegt aus der Uni raus und wundert sich dann. Leute, guckt euch mal bitte sein Profil an von der Uni-Seite. Was ist das für ein Profil, Bruder? Ey, ist doch normal, dass die sich rauswerfen aus der Uni. Die denken, der ist ein Habs, deswegen hat er nicht bezahlt. Die warten darauf, dass er mit Bewährungshelfer denen eine E-Mail schreibt oder so. Stell euch mal vor, der sitzt in der Uni neben euch. Und jetzt der Vorwurf der gemeinschaftlichen Attacke an Silvester gegen die Frau. Sein Aussehen hat der Marokkaner inzwischen verändert. Der Impro-Meister, Kuss. Müssen wir gucken, ob wir seiner Uni eine E-Mail schreiben, noch ein bisschen hier, Corona und so, diese machen so. Ich bin auch Studienberatung geworden, oder? Erst Miguel, dann du. Guck mal, bei mir, da war so eine Klausur, die war richtig ekelhaft. Guckt euch mal diese Prüfung hier an, Leute. 2000... Ey, Miguel hat mir eine Nachricht geschickt. Am 16. am 14. März das erste Mal geschrieben. Wayo, scheiße, verkackt. 6 Monate später habe ich nochmal geschrieben. Ich dachte, Bruder, ich pack die jetzt. Wieder verkackt. Auf einmal höre ich von Studenten. Ey, bei dieser Prüfung ist das so, wenn du die 3-mal hintereinander verkackst, dann darfst du in ganz Deutschland nie wieder das Fach studieren. Guck mal, was ich dann gemacht habe. Dann seht ihr, ich habe 4 Jahre später erst die Prüfung. Lol. Und mit einer 4 bestanden. Was hast du in der Zeit gemacht? Bruder, ich war in Japan. Digga. Was ist das auch für ein Druck, was Menschen gemacht wird? Was ist auch eigentlich für ein Druck, was Menschen gemacht wird? Wenn du 3-mal durch eine bestimmte Prüfung fliegst, darfst du nie wieder diesen Studiengang weiter studieren oder so. Was soll das? Oh oh, Bitcoin. Bitcoin fällt gerade. Oh oh. Nicht so gut, aber die werden noch wieder steigen. Ach, mashallah. Lass mal ganz kurz einen kleinen Spicker draufwerfen hier. Das tut weh im Herzen.
Ach, mach doch wieder nicht diesen Bitcoin, mach doch nicht diesen. Ich war in Malaysia, ich war in New York. Jetzt habe ich noch zwei weitere Prüfungen, die genauso gefährlich sind, Bruder. An alle Leute, die damals eingeschult wurden, wo ich in der 10. Klasse war, ihr könnt euch freuen, wir werden nebeneinander sitzen. Der macht zwei Studiengänge auf einmal, der ist... Also schon hochbegabt und unterfordert. Wir gucken gerade hier Modulhandbuch von seinem Studiengang, ne? Ist das nicht miese Kopfweg, ne? Er ist wirklich sehr hart, also Respekt an jeden. Ziehst du deinen Bachelor durch? Ich zieh's durch. Auf jeden Fall? Auf jeden Fall, hier. Das bleibt auf YouTube, Bruder, ne? Ja, und wir gucken sogar, wer vor uns den ersten Abschluss bekommt. Er hat geschrieben. Erik hat geschrieben. Er hat geschrieben Folgendes: Sag Inshallah, dann bekommst du den. Aber schrei das Allah in deinem Stream. Traust du dich eh nicht, du Kachbar. Ich liebe dich. Pass auf, ich streame gerade live. Ich nehme dir diese Sprachnachricht auf. Ich nehme diese Sprachnachricht auf, damit du es auch hörst. Und ich bin live und ich bin nicht gemutet. Inshallah! Bitte gib Playbutton, bitte! Ich will selber kurz anhören. Eric hat geschrieben, er hat. Ich liebe dich. Pass auf, ich streame gerade live. Ich nehme diese Sprachnachricht auf. Ich nehme diese Sprachnachricht auf, damit du es auch hörst. Und ich bin live und ich bin nicht gemutet. Inshallah! Einfach, wer ist eigentlich dieser Typ da, Alter? Ah. Angelo, gib mir den Beat! Evika hat wieder was geschrieben. Yo! Du bist immer noch so krank wie früher. Bruder, Bruder, ich vermisse dich. Oh, yo! Saf, jetzt kann dich nichts mehr treffen. Kein Corona, jetzt kannst du nichts mehr bekommen. Aber auch kein Playbutton, weil das hast du so komisch ausgesprochen, dieses Inshallah. Ich muss dich. Oha! Du sagst, ich habe Inshallah komisch ausgesprochen. Wer bist du, dass du richtest? Nur Allah kann richten über meine Aussprache. Wer bist du? Wer bist du, dass du dir sowas rausnimmst? Ich hoffe, du wirst recht geleitet. Ich hoffe es einfach für dich. Mögest du von Allah recht geleitet werden. Er redet über meine Aussprache. Wer ist er? Filmora, vielen Dank für das Sponsoren dieses Videos. Auf jeden Fall, Leute, Filmora 10, das ist so ein Videobearbeitungsprogramm. Ich sag schon, wie das geht. Guck mal, das Programm ist für Anfänger und deswegen ist das auch richtig belohnt. So, dafür, dass er jetzt... Dafür das Ding. Ja, komm, ich guck's mal an. Zu bedienen. Also könnt ihr ganz chillig so Videos schneiden, zuschneiden, die Farbe und sogar auch den Ton der Videos anpassen. Ich mach das jetzt mal anhand des Beispiels von dem Video, was ich gerade für euch hier gespielt habe mit Klavier und so. Guck mal, ich ziehe jetzt einmal den Clip von mir rein, einmal den von meinen Kollegen. Dann mache ich hier Splitscreen. Ich mach die so, dass die nebeneinander sind. Dann nehme ich die Tonspuren, mach die synchron zu dem, was wir gespielt haben, leg die so untereinander. Dann mache ich vielleicht noch hier so einen Farbfilter drauf. Und in Filmora 10 gibt es über hunderte von eingebauten Effekten, die ihr einfach umsonst nutzen könnt. Zum Beispiel Musik, so Texte, Übergänge, Effekte. Aber auch so animierte Elemente. Ihr könnt auch so Greenscreen benutzen. Hier, so sagen wir, jetzt bin ich dann woanders. Jo Leute, habt gesehen, wie einfach das ist? Also ladet euch mit dem ersten Link in der Beschreibung das kostenpflichtige Programm Filmora 10 runter. Und falls ihr Bock habt, auf eurem Handy Videos zu bearbeiten und zu schneiden, dann ladet euch mal den zweiten Link in der Beschreibung die App für euer Handy runter. Der hier klärt sich gerade die Freundin von Volkan DBS. Das ist eh eine Falle. Er macht die Sitze mit dem Bett, macht die. Bruder, 200 Meter, ne? Weiß ich ja, ne? Das ist nicht mal für meine Mutter, weil ich 200 Meter. Das ist hier Volkans Ex, Bruder. Boah, du ekelhaftes Kind. Du redest gar nicht, du willst mit Schokotipp da hinfahren. Wie lange dauert das denn? 200 Kilometer. Du bist auch ein 11-jähriger Wiesach Schuttgart, du bist ein Kilometer. Sag dir noch, egal, ich schau mit Bahn. Bam, für dich. Bruder, der hat noch nicht mal Geld für Tabak, Bruder, und dann will er einfach Zugticket kaufen. Was mach ich irgendwann? Problem ist, wenn du nach Schuttgart fährst, die denken, diese Kerl allein zu Hause abgehauen. Bruder, stell dir mal vor, der fickt die, Bruder, und das kommt raus. Der ist so dünn, die fickt den, Bruder. Ich verstehe nicht, ein Fettsack will einen dünn auslachen, dass er selber nicht fett ist. Guck, du bist ganz KFC, Bruder, du bist Kentucky Fried. Ja, ich bin Kentucky Fried Chicken, weil ich deine Mutter fry. Das hat nicht mehr Sinn ergeben. Sorry. Ich hab auch schon in die Hand gespannt, aber... Hahaha, Safi, du Kranker, sonst eskaliert das noch. Bruder, zu meiner Verteidigung, ich habe eine Pollenallergie. Du hast falsch gemacht. Na, guck mal, auf der Seite ist es richtig. Kommt immer darauf an, welche Perspektive du so etwas siehst. Genau wie im Leben, es kommt auf die Perspektive an. Warte mal, ja, Bruder, guck mal, was ich gerade auf TikTok gefunden habe. Digga, die sind alle durch. Na, Bruder, ist sicher?
Das ist der Grund, warum ich froh bin, dass ich kein Lehrer mehr werde. Ich schwör's euch. Der redet mit die Nacktbilder verkaufen, macht einen auf Liebe. Der diskutiert mit Mädchen, die OnlyFans-Accounts haben. Und der speichert sie als Seelenschönheit ein. Ich war seine Mutter, hat er als Seelenschönheit eingespeichert. Seine Mutter hat ihn schon mal eingespeichert. Kalin weiß das doch nicht. Schon mal, der hat in eine Flasche reingepissen, ne, Bruder? Und die Flasche war voll, Bruder. Und dann hat er noch ein Katzenklo reingepisst. Ja. Warte. Bitte film mal diese Gestalt. Euch diesen Jungen an. Ein fast 25-jähriger Junge. Der, guck mal, wie groß der ist. Der hat erstmal eine Flasche gepisst, der sagt, ey, Flasche ist gleich voll, Flasche ist gleich voll. Du kannst doch leise sein, du hast sie noch Flasche voll gemacht. Ich hab 24-jährige Männer gegen meine Katze da reingepisst. Das waren so ein paar Tropfen, ich hab die weggemacht. Wenigstens so zugeschaufelt. Ja, zum Heil der Mutter. Jetzt auch schon Postgeschwatz in der Katze. Und ey, mach deine Arbeit, du kleiner Pisser. Ja, Bruder, ich bin 2 Meter groß. 1 Meter breit und ich dusche mit einem Handtuch, was so groß wie ein kleiner Abstellen, Fußteppich, wo man seine Füße abtritt. Das ist ein Kross wie ein Mond, warte. Doch dein Bruder steht das, was du nicht hast. Und das, was ich nicht bin. Mani Hilal, das ist eine FFP2-Maske. Das ist eine FFP2-Maske, du ja. Also wir gehen jetzt alle mal davon aus, dass dieser Lockdown erstmal verlängert wird. Ich verstehe gar nicht mehr, was mit Lockdown abgeht in Deutschland. Er wurde irgendwie gesagt, über Ostern gibt es nochmal einen harten Lockdown. Jetzt wurde es wieder zurückgezogen oder so. Ich raff gar nichts mehr, Alter. Ich raff gar nichts mehr. Was geht eigentlich ab in Germania? Geht einkaufen, hab Geld oder soll ich euch Geld geben? Bruder. Das musst du drin lassen, ob die sehen, dass ich schon Ehrenmann bin. Junge, mach mal deinen Wecker aus, die ganze Zeit. Ich versuche die ganze Zeit zu spotten, wo der Playbutton sein könnte, wo er ihn versteckt. Guck mal, soll ich dir mal was sagen, was ehrenlos ist? Ey, wie hat mir irgendwie vor Ewigkeit ein Bild geschickt. Es war schon lange nachdem ich schon auf den Playbutton gewartet habe, hat er mir ein Bild geschickt. Junge, was ist das für ein Bild? Oh mein Gott, das habe ich ja ganz vergessen, dass er mir so ein scheiß Bild auch geschickt hat. Er hat mir irgendwo ein Bild geschickt, wo er den Playbutton so eingepackt hat, den Karton, ja? Das ist bestimmt auch schon wieder 10 Monate, ja? Digga, was bist du für ein Ehrenloser? Ich sag gar nichts mehr. Was ist das für ein Ehrenloser? 10 Mal dein Wecker, du Bruder! Nicht mal Frauen, die Pille nehmen, haben wie den Wegen Playbutton purisch wie diese Deutschen. Ist der hässlich geworden? So was kriegst du den gar nicht. Okay, ich habe jetzt auf den heutigen Tag gewartet. Ich habe mir selber einen Tag in den Kalender geschrieben: 24.03.2021. Heute kommt die Anzeige. Ich werde dich anzeigen. Ich werde jetzt entweder schickst du den Playbutton los oder du gibst mir 7.000 Euro zurück in Bitcoin. Mashallah. Ich werde ihn anzeigen. Digga, ich habe die 7.000 Euro hab ich überwiesen, die sind mittlerweile weg einfach. Hätte ich die 7.000 Euro einfach behalten, wäre es mittlerweile 30.000 Euro. Mann, ärgerlich einfach nur. Hätte ich ihm meinen Bitcoin gesteckt, anstatt dir in den gierigen Hals zu werfen. Nicht mal Playbutton. Ich hätte ihn aufgehangen hier im Hintergrund. Du wärst in jedem Stream dabei gewesen, jeden Tag. Ich hätte immer gesagt, jeden Stream hätte ich mein Gebetsteppich aufgelegt, hätte ich meine Gebetskette genommen und hätte immer in Richtung von dem ABK Golden Playbutton gebetet, dass dein Kanal immer existiert und niemals gelöscht wird. Aber nein, du hast mich um alles gebracht. Meine 7.000 Euro sind weg, mein Playbutton hängt an meiner Wand. Wohin soll ich jetzt beten? Wohin? Alter Schwede. Wir müssen jetzt hier von Ilias, dein Instagram wurde gelöscht. Deswegen müssen. Mach doch deinen Wecker aus, Alter! Ey, Mama, Billy, ich f*** jetzt, weil du ein kleiner Verdammter F***. Und so hat er. Ey, ich schuf meine Mutter, gib mir dein Handy. Mama, Billy! Wen willst du f***en? Du bist im Körper eines Elfjährigen. Wen willst du f***en? Ich schwöre mit euch, dieser Vlog. Ich schwöre euch, ich komme mir so vor, als würde ich ein Praktikum als Sozialarbeiter. Ich auch! Und ich auch! Was ist mit ihm? Ist er beim Klavierspielen eingeschlafen? Ich guck grad rein. Er ist einfach eingepennt. Mit Keyboard hinter. Schade, Walla. Ich schwöre, du bist so ein Assi. Du hast richtig reingeschissen. Wey, yo, was der sagt. Oh, ein Schala sieht das, ist am Bayern. Ich schwöre, hoffentlich sieht er das. Ich schick den das extra, das soll Ansage gegen dich machen. Ich fall dir in den Rücken.
Du ehrenloser Hund. Ich werde jetzt wieder zurückkonvertieren. Du hast mich damals konvertiert zum Islam, aber ich werde jetzt einfach wieder in Christentum konvertieren. Ich werde den Herrn Jesus, werde ich jetzt wieder jeden Tag beten. Es tut mir leid, wegen dir bin ich vom richtigen Weg abgekommen. Ich bin vom Allah-Weg abgekommen. So, Jesus Christus, wo bist du? Herr Jesus. Ach, es ist wieder Herr Jesus in meinem Leben. Er wird mich recht leiten. Hättest du mir den Playbutton einfach geschickt. Hättest mir einfach geschickt. Der ist einfach eingepennt. Guten Morgen. Schneidet den ganzen Tag Roller. Guck mal bitte, wie das aussieht. Ich schwöre auf Korn, das sieht aus, als würde der gerade eine Masterklausur schreiben. Ist das jetzt dann die Beleidigung so zensiert? Tja, like, grün, rot und gelb. Leise. Bisschen. Ich hoffe jetzt schon. Den habe ich sogar gehasst eine Zeit lang. Ich habe über den schlecht geredet und so. Ich hab's, weil du Miguel als und so beleidigt hast, ne? Was soll ich machen? Aber es kann auch nur Bruder, was soll ich machen? Die haben sich von dem distanziert. Die chillen mit dem Privat, sagen aber vor der Kamera, wir machen nichts mehr mit dir, weil du hast Shitstorm. Ey, was seid ihr für Söhne? Hisham, ich kann verstehen, warum du YouTube aufgehört hast. Bro. So, Walla, diese ganzen Kids, Bruder, die sind kaputt jetzt mittlerweile. Die haben ein ganz anderes Wertesystem. Dicke Uhren musst du haben. Ja, du musst dicke Sachen haben. Die tragen dicke Uhren, Bruder, aber der Geist und der Charakter bleibt in der Entwicklung das stehen. Ist, das Krasse ist, die haben mich gedisst. Die wussten, ich habe ein Patenkind in Uganda. Haben die gesagt, das machst du nur für deinen Ruf, du Kleiner. Und das Patenkind hat dann angerufen und sagt, ey, meinst du, aber die Dislikes? Oder da? Sei nicht mein Patenvater! Viele Menschen sehen in mir sehr viel Unmensch. Ich kenne doch diese Internet-Scheiße. Ich schwöre, hätte ich genug Geld, ich würde gar kein Internet machen. Ich wäre genau wie der. Ich wäre mit The Rock und Kevin Hart, dann hätte ich aufgehört. Ich tue Marokkaner. Oder das war ein richtiger Star, aber kurz auf meinem ABK-Film. The Rock hat mich Bruder genannt. Von Kevin Hart auf ABK Level gefallen mit einem kaputten Bruder. Das mag ich an Hisham, der war ja in der Szene drin und ich mag, dass diese Leute, wenn die dann aufgehört haben, dann kommen die zu mir. Dann packen die alles aus. Die Menschen, Bruder, ich war mit denen unterwegs, war nur Gangtour, Bruder, zweimal. Es ist ohne das Buch schreiben, ohne mehr Geld, wenn ich es auf ihren Nacken, Bruder. So inside YouTube. Bruder, du machst Rechtschreibfehler, wenn du mal WhatsApp schreibst. So, ja, mit der im Buch schreibt. Eine Frage ist an die Real Talk. Du hast ja mit YouTubern gelebt, sehr jetzt ehrlich. So, haben die auch oft überklickt und so gehandelt? Ja. Man war ja aber selber auf diesen Strukturen drin und wenn man ehrlich ist, Bruder, irgendwann entwickelst du das auch selber. Wenn du nur unter diesen Leuten bist, du bist ja komplett außen vor. Du bist ja nicht mit diesen Leuten. Du bist ja ab und zu ein bisschen mit mir oder was weiß ich was. Ja, aber du bist ja nur mit deinen Leuten, die kein YouTube machen. Genau, ja, aber das, wenn du mit diesen Leuten bist, Bruder, dann ist das im Prinzip, als wärst du die ganze Zeit am Arbeiten. Dann reden die ganze Zeit über Zahlen. Das ist, als ob du, Bruder, im Büro bist und dann redest du auch, was habt ihr heute bewerkstelligt. Aber das ist ja das Fatale. Dann vermischt sich das. Du denkst, das ist Freundschaft, aber es geht am Ende des Tages geht es um Zahlen. Das ist das Schlimme, weil die hängen alle miteinander ab. Zwei Sachen als Tipp, wenn ihr anfangen wollt mit YouTube. Hängt nicht nur mit YouTubern ab, hängt mit Leuten ab, die kein YouTube machen, am besten zwischendurch auch, damit ihr ein bisschen klarkommt. Und zweiter Punkt, macht immer etwas nebenbei, so wie ich, studieren seit 500 Jahren und so. Wenn ich ein Video hochlade, oder, dann könnt ihr die alle fragen, schlag hoch, ich guck gar nicht auf die Klicks, warum? Ich schneide das Video so, bis ich das richtig tot feier. Ja. Danach interessiert mich das Feedback gar nicht mehr, weil ich mir denke, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe mein Bestes gegeben. Bei dir merkt man halt, dass du noch dein Herz da reinsteckst. Ja, obwohl ich Geld so, ja. Bruder, das Leben ist mehr als nur YouTube. Bruder, gleich machst du die Kamera aus, fertig aus, dann ist das vorbei, dann ist diese Welt vorbei. Oh, Welt vorbei. Ende. Aber Retalk ist so. Ich kann auch nicht lange mit irgendwelchen YouTubern chillen, weil die meisten YouTuber mich einfach abfucken auf Dauer. SH14 Kuss, vor allem ABK, der fuckt mich einfach nur ab. Der fuckt mich einfach nur ab. Walla, ich sage gar nichts mehr. Ich merke richtig, wie dir alles scheißegal geworden ist. Haha, du Spaghetti-Bein. Oha. Oha, hast du gerade Spaghetti-Shaming betrieben? Oha. Was soll das denn? Was soll das eigentlich? Mann. Digga, was soll ich dazu sagen? Er gibt mir die Playbutton. Ich hab ihn gekauft. Ich hab ihn gekauft, Leute. Oje. Ich drück dir die Daumen, Candy Shop. Kuss. Wir gehen rüber zu Daily Dose. Let's go, der Hase. Es gibt ein neues Daily Dose Video, das heißt Rare Gemstone. Was? Rare Gemstone looks like Cookie Monster. Ach lol, das ist ein Edelstein. Ich dachte, das wäre so ein Muffin. So ein Cookie Monster Muffin, lol. Ein seltener Edelstein sieht aus wie ein Cookie. Sieht aus wie das Cookie Monster. Lol. Hello everyone, this is your daily dose of internet. Lol. Internet. This person found a gemstone that looks exactly like the Cookie Monster. Oh, das hätte ich gerne. Ich würde es gerne kaufen. Das sieht aus wie, als könnte man es lecker essen.
My dad uses a really old laptop for work. It's so old and broken that it requires a brick to keep upright. So I decided to help him out. So I got him a new brick. Hey, buddy. Ehrenmann. Was hat er gemacht? Hat er ihm so einen kleinen Schwanzhieb gegeben? Hey, buddy. Oh, halt dein Schnauze. You're an This person suffers from Tourette's syndrome, which means they have body movements that can't be controlled. As a result, trying to take a medical test can be very difficult. Just close your eyes. Sorry. Just close your eyes. I'm sorry. Ow! Sorry. It's a body conundrum. Sorry. Close your... Sorry. Close your eyes. Oh. This is what happens when bananas and gravity meet a super sharp knife. Oi, 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 oi. Krass. Ach du Scheiße. Einer meiner Albträume, auf dem offenen Meer zu sein, weit weg von allem und dann auf so einem Schiff und dann geht so ein mega Sturm los. Oh. Let's go. Exhaust temperature, This dog and cat share the same fur. Oha, der hat ein blaues Auge und so ein grünes und der hat ein blaues und so ein braunes. Colors and the same eye colors. Oh, richtig cooles Team, die beiden. This person creates art by painting on water. Oha. Schön. Schön sieht das aus. This ladybug took a sip of coffee. Oh nein. This is what it looks like to pull a fire alarm. If all the glaciers on Earth melted, the entire state of Florida would be underwater. That's the end of this video. I hope you learned something new. And I'll see you guys again very, very soon. Krass, Florida ist so flach, dass wenn die Gletscher auf der Erde schmelzen würden, dann würde Florida untergehen. Komplett krass. Later. Ja, hoffen wir mal nicht, dass die Gletscher schmelzen, ne? Hoffen wir es mal nicht. So, wir haben noch ein Video von Xuna. Kriegen wir das noch reingebuddert? Oh, es geht 5 Minuten. Deutsche Memes, die Lichtenergie geben. Lichtenergie kann ich sehr gut gebrauchen. Let's go, rein da. Deutsche Memes, Xuna. SH, Küsse. Oje, oje, dann gute Besserung, SH. Er, Bruder, bin jetzt krasser Boxer, auch er. Gehe jetzt zu https://www.nordvpn.com/sascha und nutze meinen Code. Sie, warum versteht er meine Signale nicht? Mäus. Trimax wieder dieses andere Lost. Ich trainiere. Wo kommt Mäus her? NRW, glaube ich, die Ecke. NRW? Mhm, Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen. Mhm. Welche Zeitzone ist das? Ist der Zeitunterschied? Eine. Monte, richtiger Ehrenmann, hat extra für seine tauben Zuschauer Gebärdensprache gelernt. Ich habe eigentlich gesehen, dass du auch dein eigenes. Kennst du, wenn du bei WhatsApp schreibst, dann kann man ja auch so Lachsmileys und so benutzen, ne? Nee, aber du weißt, was ich meine. Wer von euch errät, was hier drin ist? Ja, ich denke mal Nee, ist ja so einfach, wenn ein Stuhl drin wäre, ne? Wer von euch errät, was hier drin ist? Ich denke, kein Stuhl. Komm, Leute, überlegen. Wer von euch errät, was hier drin ist? Auf gar keinen Fall ein Stuhl. Stuhl. Digga, was für ein Idiot ich bin. Ich möchte betonen, dass das 20 Euro sind, die ihr auch bei Johnny's World spenden könnt. Meine Eltern, wenn ich mir mit 6 Jahren irgendeinen Bullshit gekauft habe. Für Kinderheime, könnt ihr mal gucken. Ach, übrigens. Ich habe eine Kooperationsanfrage bekommen von Lego. Habe aber dankend abgelehnt. Habe gesagt, nee, gerade kein Interesse. Danke, Kuss. Das alles, ist geil, Alter. Alles hier oben. Ich muss jetzt. Das ist geil, Alter. Jetzt muss ich hier nur noch anfangen. Übel nice. Danke. Ich habe heute einfach um 18 Uhr eine Mechanikklausur. Wünsch mir Glück, dass unser Prof uns nicht hochnimmt. Ja, verkack's doch einfach nicht. Wieso wurde ich jetzt gefeuert? Wieso? Weil ich finde gerade, was Lego macht in der Öffentlichkeit, finde ich einfach nicht gut. Und ich kann gerade diese Firma nicht mit einem guten Gewissen bewerben. Deswegen habe ich da Nein gesagt. Ich finde Lego, also als Kind fand ich super cool, aber aktuell gefällt es mir einfach nicht so gut. Und deswegen habe ich da Nein gesagt. Fühle ich einfach gerade nicht. Die haben zu viel, keine Ahnung, zu viel Scheiße gebaut gerade in letzter Zeit. Die sollen mal ein bisschen wieder klarkommen. Hey! Damals, als man mit dem Kumpel bei der Nachbarstasse Kreide holen sollte. Scheiße. Okay, du. Du sagst du es. Du sagst. Okay, jetzt müssen wir es sagen, sonst werden einige sauer. Ja, sie werden sonst sauer. Hau raus. Ich? Du? Du hast so eine Stimme, die genau. So ist so eine Announcement-Stimme. Okay. Nein, Digga, es sind nur. Niemand Fünfjähriges, ich in der Sauna. Aber die Umsetzung. Haben Sie das neue Thema verstanden? Ich komplett lost. Ist relativ schwierig. Und bereitet mir sehr viel Kopfschmerzerei und vielen anderen auch. Gutes Fahren hier. An der Stelle möchte ich mal einmal. Ja, okay. Eine kann ich abwehren. Ja, dann fickt er. Ja, gut. 3 Stück, Digga. Guck dir das an. Ich hab nichts gesagt, Digga. Ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste, Digga. Einfach der Beste. Wieso bin ich Zweiter? Hä? Einfach der Beste. Da stand doch gerade Erster. Lichtenergie. Lichtenergie für den gefallenen Bruder Daniel. Für alle gefallenen Brüder. Steht wieder auf und kommt auf den richtigen Weg. Om Shri Mahalakshmi Namaha. Wie kriegt das eigentlich hin, dass er im Gesicht unscharf ist und dass der Hintergrund auch nicht scharf ist? Also, was ist denn bei ihm fokussiert? Warum ist alles unscharf? Ich check's nicht. Ich habe eine ganz wichtige Frage an Emma. Ja? Und zwar, dass du diese nur mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Und musst die innerhalb von 3 Sekunden beantworten. Würdest du Nico ranlassen? Das war wohl Nein! Siegert. Und ich hab mir... Niemand? Der Streber plötzlich aus meiner Klasse. Ich hab jeden Freitag alles angeguckt und angehört. Und jetzt kann ich aber nichts mehr machen. Haftbefehl hat ein geiles Album gedroppt. Warum lacht ihr da so? Warum ist das wieder dann so ein guter Gag? Spätestens ab diesem Zeitpunkt wusste man, wer deine wahren Freunde waren. Hey, hab ich gecheckt, was? Ich check es nicht. Ah, okay, hab's gecheckt. Ich erklär's euch aber nicht, weil ich tu nur so, als hätte ich's gecheckt. Es geht um GTA.
Das ist da einfach drunter. Oh, kannst du Meine Mutter, wenn ich ein Glas Wasser verschütte. Zieh, kannst du umziehen, ganze Küche rausreißen, Kern sanieren, Boden weg, Küche weg. Ich würde sogar die scheiß Heizung abbauen. Ich würde auch die Fenster austauschen. Ryan Stecken mit 5 Euro. Jo, Brudi, machst du heute meinen Namen? Gönn dir, Bruder. Verstehe nicht, was er meint. Ich auch nicht. Doch, man hat noch Ziele, klar. Wenn meine Eltern mich nach meiner Zukunft fragen. Noch eine Rolex? Noch mehr Eigentum? Nein. Ich weiß nicht. Wie wär's mit Familie? Nee, nein, nein. Ist das nichts, was für Sie in Frage kommt? Nee, dann doch lieber mehr Rolex. Also... Wenn sie wissen will, wie groß ich bin. Ja, ich glaube, es ist doppelt so groß wie ich. Oh Mann, let's go. Küsse gehen raus, Kuss. So, wir switchen jetzt gleich rüber zu Phasmophobia. Und zwar haben wir ein schönes Thumbnail, das mache ich mal ganz kurz rein. Oh, Phasmophobia mit Gnu. Aber vorher gibt es noch eine kleine, feine Werbung für Display, denn es gibt gerade aktuell saftige Rabatte. Ganz saftige Rabatte, Phasmophobia mit Gnu. So, Thumbnail kurz einmal reinmachen hier. Wie heißt das Bild? Phasmo 3. So. Okay. Und ja, es wird wild gleich. Wir werden gleich in eine kleine Horror-Action reingehen. Kurz vorab eine kleine Werbeunterbrechung. Ich blende mal hier Werbung ein. Zack. Denn, wo haben wir es denn hier? Ja, wo haben wir es denn? Hier. Es gibt aktuell, ihr kennt das Spiel, ne? Display ist schon seit langer Zeit Partner für uns. Hier habe ich zum Beispiel, ich zeige es euch einmal kurz, warum Display und nicht zum Beispiel einfach ein Poster aus der Bravo? Das kann ich euch zeigen. Dieses wunderschöne Bild hier ist nicht einfach nur auf Papier. Nein, ist auch nicht aus Pappe. Nein, ist auch nicht auf Stoff. Es ist ein Bild aus hochwertigem Metall. Aber die Werbung muss ich auch noch mal beim großen Bild einblenden. Für die Transparenz, man kennt ihn. Ein hochwertiges Bild aus Metall. Ihr seht es an der Wand, sind einfach zwei Magnete dran geklebt. Dann könnt ihr jedes Bild, was ihr möchtet, wechseln. Solltet ihr nicht in Funchal wohnen, tut es mir sowieso schon leid. Kann ich nichts dran ändern. Aber es gibt natürlich auch nicht nur diese wunderschöne Stadt. Die Stadt meiner Herzen auf Display. Sondern es gibt zum Beispiel auch für alle Hamburger unter euch. Haben wir jemanden hier aus Hamburg? Wenn nicht, kein Problem. Auch kein Problem. Haben wir jemanden hier aus Mario Land? Kommt hier jemand aus dem Chat von dort? Kommt hier jemand von Mario Land? Nein, auch nicht. Okay. Dann vielleicht aus dem Hyrule Forest? Okay, wenn das eure Hood ist, wenn ihr hier zu Hause seid, kein Problem. Ihr wollt ein anderes Bild aufhängen, innerhalb von einer Sekunde getan. Ihr braucht keine Nägel in die Wand kloppen, ihr braucht gar nichts. Legt euch hin mit einer Hand, zack, ballert ihr das Bild an die Wand und es sitzt wie angegossen. Wunderschön. Wunderschön. Jedes Motiv, was ihr euch vorstellen könnt, egal ob es Anime sind, ob es Spiele sind, ob es Natur ist, das Universum, was auch immer ihr cool findet, das findet ihr auf Display. In der Beschreibung ist der Link, wenn ihr den Code von mir benutzt. Wie heißt der? Hier seht ihr ihn. Ich zeige nochmal, wie es aussieht, wenn man den Code benutzt. Dann kommt ihr hier auf meine Recommendation-Seite. Dort seht ihr noch ein paar Sachen, die ich vorschlage. Hier zum Beispiel das Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, Zelda-Bild. Und noch viele andere coole Sachen. Ja? So ein bisschen Zelda-Bild. Oder so ein bisschen so Retro, bisschen Oldschool, bisschen dies, bisschen das. Viele andere coole Sachen hier. Hier habt ihr auch diese Städtebilder, die ich ganz nice finde, diese Map-Bilder. Hier so ein bisschen gemischte Sachen, was ihr halt so feiert. Und wenn ihr euch dafür interessiert, das sind nur die Sachen, die ich rausgesucht habe. Ihr könnt auf der ganzen Seite mal in Ruhe durchstöbern. Aktuell gibt es noch 2 Tage bis zum 26. einen Rabatt von 37%. Ja? Einen 37% Rabatt. Den habt ihr automatisch, wenn ihr meinen Link benutzt.
Im Chat ist der eingeblendet oder auch in der Beschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß mit euren Displays. Falls ihr Interesse habt, gönnt euch auf jeden Fall. Küsse gehen raus an Displayed und wir gehen jetzt rein zu Phasmophobia. Let's go. Mashallah. Leute, Werbung? Werbung 1A, oder? So, jetzt gehen wir ganz kurz zu Gnu. Ich muss mal ganz kurz das Bild dunkel machen, damit ich die Nudes von Gnu nicht liege, die sie mir hier immer in Discord schickt. So, ihr wisst, ich leak sonst immer alles. So. Ha. Hallo? Hallo. Hallo. Hi, bist du bereit? Ich bin bereit. Für psychischen Nervenkitzel? Ich bin bereit. Ich hoffe doch, es wird nämlich sehr unangenehm werden. Hä? Du hast gesagt, es wird gar nicht wehtun. Ja, ich glaube, dass es trotzdem gruselig wird. Also okay. Ich bin ja da und helfe dir, aber ich glaube, es wird trotzdem gruselig. Aber ich beschütze dich. Okay, wenn du mich beschützt, alles okay. So, das hier ist Gnu. Ihr kennt sie vielleicht von Among Us oder von ihrem Channel oder von dem Fortnite.de-Kanal. Ich hasse dich. Und ja, wir stehen heute zusammen fast, wo ihr schon gehört habt. Und wir gehen jetzt rein in die gute Stube. Ich gehe mal ganz kurz hier. So. Game Capture. So. Ich habe das letzte Mal gespielt, ich glaube, das letzte Mal, als ich gespielt habe, war wirklich, wo du, Lara, dabei warst und Miki, wo wir zu viert waren. Ja. Und das ist schon eine Weile her. Was ist denn seitdem passiert? Willst du ein bisschen mal erzählen, was so abgeht? Du bist ja ein bisschen mehr in dem Phasmo, in der Phasmo-Szene drin als ich. Erzähl mal, was ging denn so alles so ab? Also früher war es ja so, dass zum Beispiel, wenn der Geist gejagt hat, hat er einen nicht gehört. Das heißt, man konnte rumschreien und man musste nur in der Nähe vom Geist sein, aber hat er nicht gehört. Jetzt ist es so, wenn der Geist handelt, muss man mucksmäuschenstill sein. Es bringt nichts mehr, sich in Räumen zu verstecken. Man muss wirklich irgendwo in den Schrank rein und die Tür zu halten, weil selbst die macht er auf. Man muss wirklich ruhig sein, wenn er handelt. Man muss auch als allererstes, weil wir werden auf jeden Fall Profi spielen, okay, heißt, wir werden als erstes irgendwo in der Wohnung die Heizung suchen müssen, die andrehen müssen, damit wir überhaupt den kalten Raum ermitteln können und wissen können, wo der Geist ist. Das heißt, während der Zeit geht uns schon sehr viel wichtige Zeit flöten, während der Geist aggressiv wird. Oh oh. Es ist viel schwerer, die Geister zu ermitteln. Und wenn zum Beispiel ich in einen Raum sterbe, darfst du nicht in den gleichen Raum mehr gehen, weil der Geist hundertprozentig diesen Raum auch abklappern wird. Das heißt, man muss sich immer neue Verstecke suchen und man muss eigentlich fast vom Geist schon wegrennen und genau wissen, wenn er handelt, müssen wir eben in den Schrank und die Tür zu halten. Das testen wir gleich. Aber ich denke, du wirst dich da sehr gut einstellen. Ich glaube auch. Ich sehe gerade. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe Angst, dass die Heizung habe ich auch noch nicht gewusst. Ich sehe gerade auf dieser Fotowand, wo man seine Fotos sehen kann, ne? Ja. Sehe ich gerade wirklich, die letzte, jetzt erinnere ich mich auch wieder, was wir gemacht haben. Weißt du noch, als wir draußen standen, hinten an dem Hintereingang von diesem Farmhaus, da haben wir immer Tür aufgemacht und haben so reingerufen und da haben wir durchs Fenster und durch die Tür so Fotos gemacht. Ja! Diese Fotos sehe ich hier gerade und den Schatten vom Geist und so. Die letzte Erinnerung. Ja, wie letzte romantisch. Erinnerung. Romantisch. So. Okay, ich bin sehr gespannt. Okay, dann den Code hast du geschickt? Gnu? Oh nein, sie redet nicht mit mir. Ah, da ist der Code. Sehr gut. Gucken wir mal ganz kurz. Ich musste ganz kurz hier den... So, ich bin wieder da. Ich habe dir den Code geschickt in Discord. Ja, ich checke. Den musst du einfach nur STLGC und dann kannst du den einfach in Zwischenlage einkopieren und dann musst du den nicht mal irgendwie den Bildschirm wegen... Leaken ausstellen. Okay, also ich habe den Code also auf Zwischenablage einfügen gedrückt und da stand Game does not exist. Ich probiere es mal einfach so manuell einzugehen. Hast du die Beta eingestellt? Nee, muss ich Beta einstellen? Ja. Ach, Beta, eieiei, okay. Ja, wir wollen ja den ganz neuen Shit spielen. Den das ganz geht ganz neuen. Schnell. Das dauert ja, eine Sekunde. Okay, dann mach ich mal ganz kurz die Beta an. Kleinen Moment Geduld, Chat. Ich bin mal wieder bestens vorbereitet. So. Ich freue mich. Was hast du es jetzt mal gespielt? Vor einer Woche. Oh, du spielst immer auch so regelmäßig, krass. Ja, wenn es sich ergibt. Also ich bin jetzt Level 248. Die Lara war ja Level 600. Oh mein Gott. Mit der habe ich halt sehr viel gespielt. Und ich würde sagen, ich bilde dich so ein bisschen aus. Also an alle, die fragen, was geht ab. Der Unge wird halt ein bisschen ausgebildet.
Und darf auch mal so ein bisschen über sich selbst hinauswachsen und auch mal alleine gruselige Dinge machen ohne mich. Heute wirst du zum Mann. Oh nein. Du drückst mir klischeehafte Genderrollen auf. Sonst bin ich immer der Kerl, der die Eier hat. Heute gebe ich sie dir mal. Schließlich heißt du ja Egnu. Und wie heißt du, Uge? Ich heiße Unk. Unk heißt du, oder? Ich heiße Unk. Unk. Ich bin Unk und du bist Egnu. Egnu und Unk. So. Genau, weil so viele Fragen, liebe Unge, streamt auf YouTube. Ja, deswegen können wir leider keinen, wie heißt das? Squad-Stream machen, Leute. Genau, das heißt, ihr müsst parallel seinen Stream öffnen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr glücklichen. Genau, und die Mods können ja mal gerne einen Link in den Chat posten zu Gnus Twitch-Channel. Dann findet ihr auch Gnu, dann könnt ihr auch ihre Sicht sehen. So, öffentliches Spiel. Nein, nicht öffentliches Spiel. Zurück. Das müsst ihr vielleicht auch mal machen, in eine öffentliche deutsche Lobby rein. Das ist oft so lustig. Hast du schon mal gemacht? Ja, das ist so witzig. Und dann sagen die so, also manche erkenne ich halt gar nicht und hassen sich einfach nur, weil die halt irgendwie merken, irgendwas stimmt mit der nicht. Und andere wiederum denken sich so, kann das gerade sein? So, ich bin drin. Sehr gut. Soll ich? Jetzt musst du den Discord mach ich. So, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, perfekt. Aber ich höre dich mit dem falschen Mikrofon. Du hörst dich übelst hallig an. Ich glaube, deine Webcam oder so ist hier im Spiel aktiv. Okay, Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, guck mal in Ruhe. So, soll ich noch irgendwelche Sachen hinzufügen? Was habe ich denn eigentlich für Items? Ich habe auch ein paar Sachen. Ja, komm, ich füge mal auch mal so ein paar Sachen hinzu hier. Zack, zack. So. So. Ich verstecke mich jetzt, wenn du wiederkommst. Dann werde ich sie erschrecken. Okay, Chat. Seid ihr ready? Nee, leider nicht. Mailokus. Du, dein falsches Mikrofon ist ein. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Caillou. Caillou. Haha. Spiel doch mit. Caillou. Caillou. Oha. Hubertek. Hubertek. Kuss, kuss, kuss. Wo ist die Gnu? Wo ist Mama? Aha. Brauch so einen kleinen Spickschlitz. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Oh oh. Gnu ist verloren gegangen. Oh oh. Oh oh. Okay. Hörst du mich? Ja, ich höre dich aber halt nur wie. Also, hörst du mich denn komplett richtig? Hörst du? Ja, aber ich guck mal nochmal ganz kurz, weil ich sagen am Wir können gucken in der Lobby, ob's Dings. Wir können gucken in der Lobby, ob's dann geht. Ja. Ansonsten könnten wir gerne mal reinschreiben, Leute, weil da muss man nur einmal irgendwas kurz um. Drück es einfach mal bereit. Du
muss einen Job auswählen. Hab ich schon alles. Musst du starten. Let's go. Das hört sich aktuell. Okay, hört sich eh nicht mehr gerade. Es hört sich halt ein bisschen an wie ein Webcam-Mikrofon eben. Und jetzt? Ja, aber immer noch Webcam-Mikro. Oh oh, Gnu, oh oh. Nee, bei Discord ist mein Mikro nicht an, oder? Nee, also ich bin bei Discord eh gemutet. Ja, ich höre dich aber halt genau, durch Webcam-Mikro oder irgendwas. Also bei Discord habe ich dich richtig gut gehört, da hast du so ein richtig gutes Mikro drin gehabt, aber hier. Genau, dann mache ich das mal kurz, warte. Willst du kurz eine Runde allein spielen? Das werde ich nicht. Nein. Ich spiele nicht alleine. Sollen wir schnell wieder nach Hause fahren? Verlieren wir dann. Oh nein! Wenn ich jetzt nach Hause fahre, verlieren wir dann alles? Hause. Ich spiele doch kein Horrorspiel alleine. Wie sehe ich aus? Welcome back. I've got some jobs ready for you. Okay, Gnu stellt kurz ein. Ist gleich wieder da. Okay, Leute. Dann. Na. Ich spiele ein bisschen Basketball in der Zeit, Leute. Wie werfe ich nochmal den Basketball? Ah, mit G, stimmt. So. Okay, machen wir ein paar Körbe, werfen wir ein paar Körbe. Ui! Ui! Hi! Okay, ich mache jetzt von Weitem einen mit Sprung. Aber man kann nicht springen, oder? Nee. Hä? Hallo? Du. Hey! Ui, Memo! Okay, Gnu hat gerade geschrieben, sie hat's. Ui. Es gibt einen Trick. Und zwar, wenn man sich genau an diese Kante hier stellt, von diesem Teppich, dann duckt man sich, dann geht man 3 Schritte nach vorne, dann wieder 3 Schritte im Dreieck hier hin, dann wieder 2 Schritte zurück und dann wirft man geduckt auf G da rein. Dann trifft man genau in das Holzkistchen wieder zurück. Aber wenn man das genauso macht, nur ohne zu ducken, so, dann trifft man in den Korb rein. Habt ihr den Trick gesehen? Hier. Okay, ich gehe mal in ihre neue Lobby. Sie hat eine neue Lobby aufgemacht. So. Sekunde. Spielen. Impressing, Leute, oder? So. Privaten Spiel beitreten. Zack. Und rein. Hallo. Oh, ich höre dich gut. Sehr gut. Ja, es war tatsächlich meine Windows-Einstellung noch das falsche Mikro eingestellt. Das kann ja wohl so nicht wahr sein. Genug, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und sowas nennt sich Profi. Ich habe nichts anderes erwartet. Die über diesen Kacknoobs. Frauen und Videospiele. Da weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, da haben wir es wieder. So. Das sollten wir lieber bleiben lassen. Ich sehe schon das nächste Video. Ansage an Unge. So. Okay. Dann darfst du gerne mal bereit drücken.
Ich bin bereit. Start. Let's go. Ich hoffe, du bist richtig bereit. So. So, dann mache ich dich mal lauter. Ist bei alles, Chat, ist jetzt alles gut von beiden Seiten? So, Gnu, erzähl noch mal ganz kurz einen Beispielsatz. Sag mal ganz kurz noch einen Beispielsatz. Hallo, hier ist ein Gnutella und ich liebe Gnutella. Sehr gut. Bei mir bist du laut genug. So. Okay. Kannst du einstellen in. Ja. Okay, du hast. Was spielen wir? Ach, dieses normale City House und Profi, ja? Genau. Genau, mittlerweile ist aber so. Bei Profi sind eigentlich die kleinen Häuser mittlerweile schlimmer, weil du nicht mehr so gut vom Geist abhauen kannst. Oh oh. Deswegen enjoyen wir das sehr. Und machen das jetzt quasi so. Ich bin mal kurz hier. Genau, also du hast jetzt eine Kamera, beziehungsweise eine Taschenlampe. Das Grundprinzip vom Spiel kenne ich schon. Gut. Ich ich bin ja immerhin Level, was bin ich? Level 50 oder so? Ein bisschen was rabbe ich schon. Ich habe einfach nur Angst, okay? Ich habe einfach nur Angst, du. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es handelt, okay? Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Aha, aha, aha. Hä? Das ist auch neu. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von unter 25. Genau, es steht jetzt nicht mehr dran, was der Geist ist, ob er alleine hantet, ob er mit mehreren hantet, das sieht man jetzt alles nicht mehr. Das muss man selber rausfinden. Das macht es halt extrem schwer. Und was, wenn ich jetzt den Namen vom Geist sage? Richard Wilson. Was passiert dann? Dann wird er extrem aggressiv. Also oder wird er vielleicht fast gar nicht sagen. Oder wird er glücklich dann? Weil endlich jemand seinen Namen sagt. Der hat da richtig Bock drauf, deswegen würde ich den ganz oft sagen. Nee, tatsächlich ist wirklich so, umso öfter du den Namen sagst, umso schneller huntet er dann auch. Also es geht dann echt sehr, sehr schnell. Also das würde ich vielleicht sogar lassen. Also du kannst es gerne probieren, aber wir sind halt dann richtig am Arsch gleich. Oh oh, Gnu. Da spricht die Angst. Test es gerne mal aus, wenn du magst. Da spricht die Angst aus dir. Ich möchte halt nicht sterben, weil... weil du sonst deine Sachen verlierst? Ich möchte halt nicht sterben. Ja! Okay, okay. Komm, Gnu. Ich zeig dir, wie das Spiel funktioniert. Komm, du, komm. Okay. Wie macht man auch Walkie-Talkie auf welchem Knopf? Auf B. Auf B. Hallo, gut. Hast du den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel mitgenommen, ja. Okay, okay, rein. So. Okay, okay. Okay, also als allererstes hätten wir auf der Karte gucken können, wo jetzt zum Beispiel die Heizung ist. Genau, aber das Haus ist so klein, das werden wir schon finden. Ich würde mal davon ausgehen, dass es ein Keller ist. Deswegen gehen wir jetzt als allererstes mal in den Keller. Ist die Heizung immer random bei jedem Level? Die Heizung ist immer egal, immer woanders, genau. Und du hast eine schlechte Taschenlampe genommen, glaube ich. Oh nein, ich sehe es auch gerade. Ich glaube, ich habe die schlechte genommen. Ja. Oh, und wir haben ja ein Reacher-Board. Oh, er ist sogar hier. Er ist hier. Er ist im Keller? Er ist hier. Ja, er ist hier. Tatsächlich, was ein Glücksgriff. Das heißt, wir müssen eigentlich die Heizung gar nicht mehr anmachen. Gut, ich mach Dings. Wir haben ja auch noch ein... Ich mach Buch. Ich leg Buch hier hin. Ja, sehr gut. So, Gefriertemperatur. Wir können halt nur die Gefriertemperatur nicht synchronisieren. Solange er... Lange wir halt jetzt die Heizung nicht angemacht haben, aber er steppt hier. Oh Gott. Hast du schon mal ein Ouija-Board gemacht? Hab ich noch nie gemacht. Erzähl mal, wie geht das? Also, wenn wir den jetzt anmachen und der Geist antwortet uns, verlieren wir gleich 30% Sanity. Du kannst ihn jetzt fragen, wo er ist, das weißt du schon. Du kannst ihn auch fragen, wie er heißt oder wie viel er schon getötet hat, aber dann wird er uns gleich umbringen. Sollen wir das vielleicht mit hochnehmen und uns oben machen? Okay. Okay, nimm's dann mit hoch. Geil. So. Okay. Dann hau dich mal. Am besten irgendwo, wo wir ein bisschen sicherer sind. Würde ich sagen. Bei der Eingangstüre. Okay. Warte. Okay. Oh mein Gott. So. Gut gemacht. Warte. So. Okay. So, okay. Frag ihn mal irgendwas, was du willst. Also du musst anmachen? Ja. Ja, Dings. Alles klar bei dir?
Okay. Das hat ja gut. Lass dir Zeit. Gar kein Problem. Ja, ich glaub, kein Druck. Sag mal, wie alt bist du oder so? Wie alt bist du? Wo bist du oder so? Oh! Oh. Wie alt bist du? Hört er sofort. B. Ah, er sagt, ist wo ist er? War? Upstairs. Er ist im Basement. Er ist upstairs. Simon, Alter! Basement, okay. Oh. Ja, okay, ich hab noch eine Frage. Frag ihn gerne, wie viele er getötet hat schon oder so. Wie viele Menschen hast du getötet? Warum? Du fragst alles, guck. Oh, eine Person nur. Ja, ist nicht so schlimm, eine Person, ich verzeih dir das. Wie viele Menschen möchtest du noch töten? Wie viele Menschen möchtest du noch töten? Noch eine Person. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Hallo? Bist du böse? So ein paar Sachen. Also man kann sagen... Oh, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, jetzt sagt er, wie viele Leute er töten wollte. 7 möchte er noch töten. Ja, das ist dann nicht so schlimm, okay, weil wir sind nur zu... Bist du dabei? Nee, wir sind nur zu zweit, uns meint er nicht. Ehrenmann. Bist du ein Ehrenmann? So. Kannst die Frage, ob er weiblich ist oder männlich? Ja, ja, ich weiß ja, ich kenne ja deinen Vornamen, ich weiß ja, dass er männlich ist. Bist du ein Ehrenmann? Bist du ein Ehrenmann, hallo? Bist du männlich? Fragst du noch? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Oh, er ist ausgemacht. Hör mal auf hier, mach kein Auge. Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Bist du böse? Oh, er möchte dich... Dass er uns nicht umgebracht hat, ist ein Wunder, ne? Möchte ich den hier steppen oder bist du das? Nee, ich bin das nicht. Richard, hör doch mal bitte zu, was wir jetzt sagen. Richard. Ach, wo ist sein Name? Richard. Sollen wir mal kurz die Heizung anmachen? Hör auf. So, jetzt ist genug weg. Jetzt kannst du mit mir über alles reden. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was für ein Opfergeist bist du? Ein Opfergeist? Ich hol mal eine bessere Taschenlampe. Okay, ciao. Oh nein, Gnu! Er hat nur darauf gewartet, dass ich... Ich wollte nicht sterben. Er hat nur darauf gewartet, dass... Gnu? Ich muss durchs Fenster reingucken. Dass ich von der Tür weggehe. Oh, hohe Dings. Oh, Gnu hat 0%. Mir geht's doch voll gut. Lol. Ja, ich esse mir trotzdem meine Pille hier. Lecker. Okay, eine Kamera nehme ich auch mit. Und die bessere Taschenlampe. Ah, ne, ist die falsche. Ist das die gute? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich glaube, das ist die gute. Lebt Gnu noch? Gnu hat 0%. Boah, aber die lebt noch. Sie lebt noch. Wenn ich jetzt wegfahre, rette ich sie. Oh. Mann, holy shit. Er hat gerade die Tür zu mir aufgemacht. Oha. Oh Gott. Ganz wichtig, du musst das Reacher-Port immer ausmachen. Oder Ultra-Port. Die Tür ist immer noch zu. Die Tür ist wieder zu. Oh, sie ist wieder offen. Okay. Oh Mann, der schreckt mich doch nicht so, du machst mir mehr Panik, als ich will, dass es dir Panik macht, Mann. Ich pack's Userbot jetzt raus, hier. Ich wollte dir Angst machen, aber um du Klo. Machst mir Angst. Also, wir müssen jetzt erstmal irgendwie das Licht anmachen, die Heizung anmachen. Kommst du mit? Ja. Ist immer ein paar Pillen, hast Pillen gegessen? Hey, du bist bei 0, Sanity 0. Bald? Du bist bei Sanity 0. Ja. Hau dir mal ein paar. Das ist bei mir normal, Unge. Aber es ist ja das Gute an dem Spiel. Hier kann man auch mal was anderes machen als im Real Life. Hier musst du nicht verrückt sein. Ja. Das ist ein Rollenspiel. Hier bist du normal. Oh, guck mal, ich bin sogar blau. Du bist sogar blau. Ey, du hast ja voll viel gegessen. Ich habe eine gegessen. Nee, eine nur. Ich hatte nicht so viel Sanity wie du verloren.
Ich hatte 79. Holy shit. Warum war ich jetzt so fertig mit den Nerven? Ja, weil der Geist kann mir nichts anhaben. Ich merke das schon. Ich bin nicht Mensch, so ein Angsthase. Eigentlich wollte das Unge sich einscheißen. Okay, let's go. Okay, wir sind wieder da. Kannst du uns ein Brauchungskennzeichen geben? Wir wissen eh, wo du bist. Also. Wir machen mal jetzt. Oh! Wir müssen das so ein bisschen. Wir machen das jetzt mal so ein bisschen gruseliger für die Community. Wir reden jetzt auch so ein bisschen leiser, dass die Stimmung so ein bisschen mehr rüberkommt. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt die Heizung angemacht, Leute. Was an ist grün oder rot? Bedeutet. Grün ist an. Okay, hab. Bedeutet. Werden wir gleich den Geist ermitteln und wissen, ob es die Friertemperatur. Okay, okay. Wenn wir mutig sind, wir gehen jetzt mal runter und gucken, ob er ins Buch geschrieben hat. Hast du bei diesem EMF einen Ausschlag gehabt von einer hohen Nummer? 3. Ah, okay. Tatsächlich nur. Schwacher Geist. Er hat das Buch geschrieben. Oh, er hat das Buch geschrieben. Er ist Deutscher. Die. Artikel. Warum? Ah, okay. Er ist bilingual. Okay. Die Bart. Ah, wer Deutsch spricht, kann er kein schlechter Mensch sein. Gib uns ein Zeichen. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du wirklich gar kein doch, Zeichen ich will geben. Mein, ich will mein, doch, ich will mein EMF. Gib Unge ein Zeichen. Oh. Geist, gib Unge ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ich mach Licht an. Nein, machst du nicht, du machst Licht aus. Du bist bestimmt ganz mutig. Ich befürchte, dass der Geist ein Geist ist, der nur dir antwortet. Deswegen nimmst du jetzt das EMF, oh, machst Licht aus und fragst ihn, ob er ein Zeichen gibt und sagst mir, was draufsteht. Ich warte oben. Oh nein. Komm schon, Unge. Ja, ja, also es ist noch keine Gefriertemperatur. Nein, du musst EMF anmachen und ihn fragen, ob er dir ein Zeichen gibt. Okay, ich habe ja nur ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin überhaupt nicht so frech. Dings, kannst du mir ein Zeichen geben, aber mach nicht. Hör auf rein zu duschen. Hä? Ach, Taschen aber auch aus? Da hat jemand geschritten! Ah, da hat jemand. Oh mein Gott. Ich habe einen Schritt gehabt. Ich habe sie alleine im Keller gelassen. Nein, komm, ich mach jetzt. Gib mir. Ich habe sie alleine im Keller gelassen. Gib mir kurz den EMF. Ich mach das, okay. Ich habe sie alleine im Keller gelassen. Aber du kommst mit und wartest bitte. Ja, warte kurz. Warte auf mich. Ich hol kurz Räucherstäbchen, weil das brauchen wir für eine Aufgabe. Ich wusste gar nicht, dass er so hoch schreien kann. Räucherstäbchen und Dings. So. Räucherstäbchen. Und nimm dir noch die richtige Taschenlampe. Ist die richtige, die mit dem roten Kranz vorn dran? Ja, die hab ich. Ich hab sie schon getauscht. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass du so schreien kannst. Das Problem ist, dass YouTube jetzt auch eine Clip-Funktion hat. Das ist das Traurige an der Geschichte. Das ist sehr geil. Bitte schert den. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hast du die Geisterbox dabei? Du hast ein Feuerzeug nee, dabei. Ich hab und Feuerzeug und Räucherstäbchen. Ich will die ausräuchern. Warte. Wie machst du das? Bringt doch jetzt gar nichts. Wie mache ich das? Wie räuchere ich das? Mit G, ne? Oder so? Auf R oder G oder L, ja. Oh, ich hab's weggeworfen. Aber das brauchen wir noch gar nicht. Wir brauchen jetzt eine Geisterbox und die EMF-Taschenlampe. Aber ich will einmal ausräuchern. Sag mal, aber ich krieg's nicht hin gerade. Na gut, dann räucher mal. Aber du musst es anzünden erst. Ja, aber mach erst Feuerzeug an. Du musst es auch anmachen, genau. Und jetzt gehst du auf dein Räucherstäbchen und dann drückst du F oder R oder so. Ah! Yes! Ah, das ja. Das Tampon brennt. Wir sind hier zusammengekommen, um dich aus diesem Haus zu vertreiben. Wir wollen dich hier ausräuchern. So raus hier. Raus. Du hast auf dieser Matratze geschlafen? Die werde ich ausräuchern. Zack. So. Gib uns ein Zeichen. Okay, ich hole Dings Geisterbox bist du und so. Hier? Okay, weil ich glaube, dass er hier antwortet nur allein. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich nehme das Bild mit, okay? Kein Problem.
Ab in den Müll damit, das ist scheiße. So. Mach dich mal Leitung, du Fresse. Okay. Kamera will ich gerne mitnehmen und Geisterbox soll ich mitnehmen. Die Geisterbox. Okay. Wir haben EMF5. Oh, sehr gut. Warte, dann mach ich mal kurz, notiere ich mal was. Ich komm kurz raus und dann gucken wir, was es sein könnte, weil wir haben jetzt zwei Sachen gefunden. EMF5 und Buch. Das heißt, es kann nur noch eine Sache sein. Oder zwei. Das war richtig eklig gerade. Es kann ein Revenant sein, ein Shade und ein Oni. Ja. Nimmst du eine Kamera mit, dann guckst du nach Orbs und ich nehme Geisterbox mit? Also diese genau, große ich guck Kamera? Kurz. Also Oni wäre tatsächlich Geisterbox. Revenant wäre Fingerabdrücke. Und was war es noch? Shade. Und ein Shade wäre Geisterorbs. Das heißt, wir nehmen jetzt noch die Fingerabdrücke, die hast du. Ich nehme noch eine Kamera mit für Geisterorbs. Und die Geisterbox hast du, gell? Ja, Geisterbox habe ich und Fingerabdrücke suche ich gerade. Da. Okay. Sehr nice. Wir schaffen das, Kadett. Oh, du hast nur noch 22% Sanity. Komm, nimm du die letzten Pillen. Pillchen fressen? Oh, ist aber ein Gentleman. Ist halt ein E-Gnu, ne? Was erwartet man? Ein E-Gnu. Ich wäre ein elektronisches Gnu. Dieser E-Gnu. Genau. Du schaust voraus. Früher dachten die Leute, als die E-Mail rauskam, es wäre eine Revolution, aber jetzt gibt es das E-Gnu. Das E-Gnu ist doch viel besser. Besser als Bitcoin. Besser als alles. Investiert in E-Gnus, Leute. Pommes frites coin, let's go. So, ich stell jetzt mal die Kamera auf. Er steppt auf jeden Fall hier vorne rum, weswegen ich die Kamera mal hier placen würde. Also Fingerabdrücke. Also nach Fingerabdrücken sieht's hier nicht aus. Guck mal bei den Türen. Hab ich schon. Nee. Und bei den Lichtschaltern auch. Ah ja? Nee. Fingerabdrücke hat er keine. Okay. So, ich habe hier eine Geisterbox. Möchtest du uns irgendwie ein Signal geben, ein Zeichen oder? Hallo? Gib mir ein Zeichen. Oh, ich habe einen Schritt gehört. Ich glaube, du musst alleine machen, gell? Ich muss kurz runter. Oh nein. Gib mir ein Zeichen. Bitte töte mich nicht. Und Licht aus. Ja. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Frag ihn, bist du hier? Bist du hier? Hallo, bist du hier? Bist du hier? Nee, ah! Ich oh! Sonst mein... Okay. Geh mal rein. Gib sie bei mir. Oh nee, er jagt. Lauf. Hier lang, komm hier rein. Komm rein. Bist du weg Oh, wir haben es geschafft. Unge! Na gut. Du lebst noch. Ja. Hast du die Geisterbox für mich, dann mache ich's schnell. Nee, ich habe die irgendwo weggeschmissen. Oder vielleicht ersparen. Ich habe die irgendwo weggeschmissen. Okay. Komm, wir gucken mal, ob Geisterorbs da sind. Also ganz wichtig, wenn der huntet,
Düst am besten mir hinterher, weil ich renne meistens zu Schränken, weil die können wir zuhalten. Türen können Ach, nicht Türen zuhalten. Kann man gar nicht zuhalten. Oh mein Gott, ich habe die Tür versucht zuzuhalten. Nee. Das wäre komplett in die Hose gegangen. Nee, ja, da stirbt man leider immer. Mach mal so. Mein Licht. Wir haben Orbs! Yeah! Sehr gut. Ich mache mein Licht auch gleich fürs nächste Ding, ist dunkler in meinem Zimmer. Geister, Orb. Und wir haben einen Shade. Ja, es ist ein Shade. Wir haben fast alles geschafft. Und guck mal. Hä? Wir sind doch dem Geist entkommen. Hä? Guck mal, dieses Ziel. Ja. Eigentlich sind wir dem Geist noch entkommen. Das ist ein neues Ziel. Entkommen Sie den Geist bei Jagd, habe ich geschafft eigentlich. Also wir beide sogar. Erreichen Sie ihn. Ich habe das auch ausgeräuchert, guck. Ausgeräuchert habe ich hier unten, ne? Sagst du dies, das? Gut. Ja, voll gut. Magst du ihn noch entkommen oder sollen wir die nächste Runde machen? Nächste Runde. Hast du alles eingetragen? Ja. Let's go. Sehr gut. Ich bin impressed. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ach, guck mal, da steht sogar alles dran. Ich bin wirklich impressed. Oh, gesamte Zeit im Licht ist auch neu und sowas, ne? Gesamte Zeit im Licht, gesamte Zeit im Dunkeln, gesamte Zeit im Geisterraum, gesamte Zeit im Inneren. Aha. Das siehst du dann, wer am meisten gemacht hat, im Prinzip so. Die ekligen Schulaufgaben nochmal. Ehre. Okay, ich mach mal ganz kurz mein Licht dunkler hier in meinem Zimmer. Moment. Mhm. Jetzt wird's spooky. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu dunkel. Weil jetzt sieht man mich nicht mehr. Moment. Nochmal einmal kurz hier. Für die Atmosphäre mache ich alles auf Rot. Herbs. Ich sehe Herbs. I can see Herbs. I can see clearly now. The herb is gone. Ich muss ein bisschen Licht anmachen. Mal ganz kleines bisschen. Jetzt wird's richtig romantisch. Ramondisch wird's jetzt bei dir. Das Problem ist. So sieht man zumindest noch was und das Licht ist ganz gedimmt, so gedimmt wie es geht, aber es ist noch an. Und dann mache ich noch das Licht hier im Hintergrund auf Rot. Wie der Ambiente jetzt irgendwie. Natürlich, hier natürlich. Jetzt will er richtig handeln. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Farmhaus, ist auch schon sehr ätzend. Und ich würde auch gerne noch die Prison Map machen. Die Prison Map? Die ist sehr anstrengend, finde ich. Ja. Das glaube ich. Scheiße, ich krieg das nicht so hin, wie ich es möchte. Ja, ich glaube, ich lasse einfach dunkel. Also, der... Nee, ist zu dunkel. Ich muss immer lachen, weil du dich so lustig erschreckt hast. Es ist zu dunkel, Leute, oder? Nein, ja. Ungelassen ist dunkel, ist cooler, fürs Feeling. Ja, aber so sieht man nicht mehr, wenn ich mich so richtig erschrecke. Ich glaube, ein bisschen Licht sollte ich anmachen. Natürlich, nur deswegen. So. Okay. Gut. Dann drück gern bereit und dann starten wir. Ja. Haben wir alles, was wir brauchen? Oder soll ich noch was einpacken? Wenn du noch was hast, guck gerne mal, ob du noch was dazu packen kannst. Ich glaube, wir haben alles. Dann los. Yeah. Okay, wir gehen ins Farmhaus. Okay. Gnu, ich hab... Oh, jetzt höre ich nicht. Stimmt. Müssen kurz warten. Gnu, ich hab ein bisschen Angst. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, Angst zu haben. Aber damit du nicht so Angst hast, ist ganz wichtig, dass du hier unten jetzt erst einmal die richtige Kamera nimmst. Genau. Die richtige Tasche, davon meinst du. Ja, wieso haben wir überhaupt so eine schlechte Taschenlampe überhaupt da drin, wenn die nicht gut ist? Warum? Ich verstehe es auch nicht, da würde ja jedes Handy besser leuchten. Aber du hast sie eingestellt. Siehst du eine Karte. Wieso hast du die eingestellt? Ich würde einfach mein iPhone nehmen. Hier siehst du ja dieses grüne Licht. Und da ist quasi die Heizung. Also die ist an jeder Map anders. Ja.
Und hier quasi an dem Schalter kannst du auch die Stockwerke durchschalten. Okay, was für ein Stockwerk ist das denn hier? Das ist Erdgeschoss, ne? Das ist Erdgeschoss, genau. Zweites, drittes, quasi hier oben das Dachgeschoss, was sehr ekelhaft ist. Also gehen wir am besten hintenrum rein, oder? Ich glaube, die ist, ja. Oder? Geht besser. Hier ist, wo ist denn der Eingang eigentlich? Der Eingang ist einmal hier, rein. Beim Treppenhaus direkt ein Eingang, ja. Wo grün ist, und da oben ist ein Eingang und hinten nochmal. Sehr gut, dann machen wir das. Sehr guter Punkt. Sehr gut, Kadett, ich bin stolz auf Sie. Okay, dann ich mal die ich habe einen Thermometer dabei. Box nehmen, genau. Und was soll ich noch mitnehmen? Thermometerbox. Kannst gerne EMF mitnehmen. Oder ich nehme EMF, du nimmst Buch. Okay, der Geist heißt Paul Harris. Ich die ekligen Sachen. Sag die ganze Zeit einfach nur Paul Harris, okay? Paul Harris, Paul Harris, Paul Harris. Nein. Okay. Okay, genug. Was ist das für ein Auto? Was steht da? Ein Jetta. Der neue R8. Oha. Den fährt jetzt jeder YouTuber, weißt du? Ach so. Ist besser als diese Ice Watch Out, oder wie heißt die? Ice Out. Scheiß-Out. Du sagst immer Ice Watch Out. Auch als wir den Ice Watch Out. Ice Watch. Es gab mal früher so eine Uhr, die hieß Ice Watch. Kennst du die nicht, die Ice Watch? Doch, diese Watches, diese hässlichen dicken Uhren, die hatte ich früher auch als Kind. So. Habt ihr Schlüssel zum Glück mitgenommen? Du hast ja wieder nicht dran gedacht, Gnu, toll. Was? Du hast dich an den Schlüssel gedacht. Nee, den hast du mir schon weggestippt. Aha. Kontrolliert, ob du den nimmst. Sehr gut. Schon auf deine Fingerchen geglotzt. So. Heizung ist an. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen verbrennen. Ja, schön die Eier wärmen und ich erwärme mein Ass. Ein Vollfurzen da rein, da gibt's voll die Explosion. Einfach so in den Ofen reinfurzen. Okay. Das Haus ist verbrannt. Der Geist konnte nicht ermittelt werden. Sie sollten einfach nur einen Geist herausfinden. Was haben Sie gemacht? Warum brennt das jetzt aus? Ich habe in den Ofen gefurzt. Okay. Ich mache das irgendwann. Ich furze irgendwann mal gegen eine Flamme und guck, was passiert. Ja, das wäre gut, aber dann mach ein Video dazu. Aber was ich mich frage ist, guck hast mal. Hast du schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Aber guck mal, was ich mich frage ist, guck mal. Hier im Haus, so 7 Grad, ja? Wenn ich auf den Ofen drauf strahle, 5 Grad. Echt jetzt? Ja, guck mal, der Ofen ist nicht mal heiß. Der Ofen ist nicht mal heiß, guck mal. Fail. Schwach. Fail. Oh doch, 10 Grad jetzt. Oh, der Ofen wird immer heißer. Nee, wieder kälter. Ach echt? Aber lass uns mal durchs Haus stapfen und gucken, wo der Geist ist. Ich folge dir. Okay. Guck mal, merkt ihr mal die Spinte hier? Also müssen wir vielleicht nachher hier rein. Ja. Weißt du, wie man Spinttür zuhält? Nee, erzähl mal. Mit Maustaste drückt halt, linke Maustaste drückt halt. Geh mal rein. Ja, und jetzt genau, halte ich dann zu. Genau, nimmst du die und ziehst. Genau, perfekt. Also so, dass ich es nicht öffnen kann. Ach so, du kannst. Was mal so? Okay. Hä, du kannst es ja, öffnen. Ja, genau, so erschwerst es mir. Du musst dagegen ziehen. Ja, wie kann ich dagegen ziehen? Wie? Also indem du es anklickst und dann wegziehst. Ja, aber du kannst trotzdem öffnen, ne? Ja, jetzt konnte ich es gerade nicht öffnen. Nee, jetzt nicht. Telefon! Ach, es klingelt. Hallo! Telefon! Das Finanzamt! Telefon! Da gehen wir besser nicht ran. Okay, was haben wir denn hier? Ein Badezimmer. Gib uns ein Zeichen. Im Bad gibt's kein Telefon. Naja. Vielleicht nicht in deinem Bad. Jetzt nicht im Wohnzimmer. Weil du erst 1 Million Abos hast. Aber warte mal, wenn du 2 Millionen Abos hast, dann hast du auch ein Telefon. Kommt im Bad. Erst ab 3. Ach so. Gib uns ein Zeichen. Hat er ja schon, er hat ja geklingelt. Sag erstmal, bedank dich erstmal fürs Zeichen. Danke fürs Zeichen. Danke auch an dieser Stelle. Guck mal, er könnte hier rausgucken und könnte komplett in unsere privaten Angelegenheiten reinschauen in diesen Van. Weil wir nicht zugemacht haben, ja, die Tür. Stimmt. Es könnte auch jemand jetzt vorbeikommen, so ein Landstreicher, und könnte unser Auto klauen. Wir sind einfach. Wenn wir uns nicht mal raffen, würden wahrscheinlich am Ende sagen, es war der Geist. Ja, wie so 2 komplette Opfer laufen wir durch so ein altes Haus und werden komplett ausgenommen. Ohne Axt, kann man die nehmen? Nee, ne? Ja, das denke ich mir halt auch, kann er leider nicht. Gib uns ein Zeichen. Ich denke, bist du hier? Ich denke, der Geist wird wahrscheinlich oben sein. Ja, guck mal auf dein Thermometer, was ist ja, ja, ich gucke die ganze Zeit nicht besonders kalt. Hier im Flur gib auch uns ein Zeichen. Nicht. Hier in der Toilette, nichts. Oh,
Was hat er denn hier gemacht? Das bin ich jeden Morgen, wenn ich ungeschminkt in den Spiegel schaue. Ist das so? Wenn du ungeschminkt in den Spiegel schaust, fühlst du dich dann unwohl? Ja. Ja, echt? Nö, mittlerweile nicht mehr, aber die Leute, die mich kennen, fühlen sich unwohl. Ich glaube, das ist doch viel schlimmer, oder? Ja. Ich habe mich einmal ungeschminkt in den Stream gesetzt, die Community. Oh, Gnu, du brauchst eine Auszeit, du bist so krank. Ich so, Mann, ich bin ungeschminkt. Ich bin auch ungeschminkt heute. Alles übrigens. So voll besorgt. Ja, und danach einmal alles so, nein, Mann, ey, du siehst doch voll gut aus, ich soll halt auch zu lügen. Ja, Communities lügen manchmal auch. Die behaupten auch, ich kann singen. Wir wissen alle, dass ich es nicht kann. Weißt du, was lustig ist? Das Telefon war tatsächlich hier. Ja. Was? Erzähl. Aber wo wir gerade bei Schminke sind, weißt du, was lustig ist? Mascara, ne? Ist ja auch eine Bezeichnung für eine bestimmte Schminke, ne? Und auf Portugiesisch. Ja, ist das, gell? Auf Portugiesisch, ja. Und auf Portugiesisch heißt die Maske, also die man trägt, die Face Mask, also für Covid. Da, die heißt auch Mascara, also Mascara ist halt einfach Maske, ja? Also Maske tragen. Aha. Ach, Mascara, witzig, also Mascara, ja. Und das wird eigentlich voll gut, ne? Ja, wird davon abgeleitet. Weil du... Oh, der Geist! Oh, wohin, komm, wohin? Da ist er. Lauf. Ja, oh, wohin? Komm mit, lauf. Mir hinterher. Okay, ich folge dir. Kann er uns kriegen? Ist er schneller als wir? Ich hoffe, dass kein Revenant ist. Lauf. Oh Gott, jetzt zuhalten oder was? Ja, schnell! Oh! Oh Gott! Dein Kopf steckt in meinem Arsch. Holy shit, das ging aber schnell. Also wir wissen, wo der Raum ist. Ja, wo? Aber ich glaube, bis direkt gegenüber, als du mir erzählt hast, dass das Mascara-Maske heißt. Ach so. Ich habe ihn steppen lassen, ich wollte dich aussprechen lassen. Lass mal schnell Tabletten fressen gehen. Oh mein Gott. Oh. Nee, aber ich finde es gut, dass Mascara eigentlich Maske ist, weil eigentlich so gesehen, schminken Frauen sich ja und tragen ja auch irgendwo eine Maske. Mhm. Da werden jetzt ganz viele sagen, nein, aber doch, so ist es, Mann. Okay. So. Kehlchen fressen. Ich nehme gleich zwei. Oh, wir haben aber ganz schön gelitten. Unsere Psyche. Ja. Ja. Nimm mal zwei am besten gleich. Wie das die Dinge. Okay. Okay, komm, also wir wissen jetzt direkt, wo er ist, heißt straight rein. Ja. Alles ermitteln und dann schnell wieder raus. Und dann holen wir den anderen Schild, wir machen den fertig. Ja, easy. Easy. Ob der Geist wohl auch Mascara trägt? Vielleicht, aber nee, ist ein Mann. Ich habe deinen Namen gelesen. Ich habe ihn dir vorgelesen. Weißt du noch, wie er heißt? Kannst du dich auch daran erinnern? Nein, wie heißt er nochmal? Nein, sag's nicht! Hab ich dir das gesagt? Habe ich gesagt, sag dir den Namen ganz oft, dann habe ich den Namen ganz oft gesagt. Weißt du noch? Ich hab's vergessen. Bist du hier? Schreib ins Buch, wenn du hier bist. Gib uns ein Zeichen. Lass mich mal kurz allein mit dem. Oh oh. Und ich mach Licht aus, oh Gott. Bist du hier? Oh, oh Gott, ja, er sagt behind. Er ist hinter mir. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Also wir haben Geisterbox. Ja, Geisterbox ist 6 Grad. 6 Grad. 7 Grad. Gib uns ein Zeichen, Geist. Es sieht nicht aus, als wäre es jetzt... tatsächlich... 4 Grad? Ich muss nochmal kurz raus. 4, ja, warte. Ja, aber 4 Grad. Gib jetzt... 3 Grad. Oh, was war das? Oh, er steppt ein bisschen. 21 Grad wieder. Ja.
6 Grad, 5 Grad, aber es ist keine Minusgrade. Also. Nee. Nee, keine Minusgrade. Ich versuche mal kurz ihn zu ermitteln. Okay. Genau. Oh Mann. Gib uns ein Zeichen. Ich hol mal die anderen Sachen. Geist, zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Vanessili, Küsse. mach ich am Ende vom Stream heute, okay? Gib uns ein Zeichen. Ich hol schon mal ein paar andere Gerätschaften, okay? Genau, Fingerabdrücke wäre cool. Und vielleicht noch eine Kamera. Film. So, Fingerabdrücke und eine Kamera. Achso. Die hier? Nee. Also. Die hier. Da drauf. Holy shit, hat der mich gerade fertig gemacht. Scheiße. Wie kriege ich das da drauf gesteckt? So, aha. Und los. Ganz schnell. Okay, hab Fingerabdrücke und Kamera, komme. Ich musste erstmal herausfinden, wie man eine Kamera zusammensteckt. Oh. Was ist los? Was ist los? Was ich hol auch mal kurz was mit. Der hat mich voll angehaucht, diese. Oh, oh, ekelhafter Perversling. Okay, okay, okay. Ich geh jetzt alleine zum Geist. Ist es ein Fehler? Vielleicht. Nein! Aha, Kamera ist an. Fingerabdrücke, was sind hier für Flecken auf dem Bett? Oh, er hat dich auch angehaucht, ne? EMF4. Ist an den Scheiben irgendwas hier? Ja, an den Scheiben ist was! Oh, fuck! Nein! Komm her, komm her, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Nein, du läufst ihm entgegen! Mach Tür zu! Nein, ich hab die Tür jetzt aufgelassen. Oh Gott. Da ist er. EMF4. Manchmal, wenn er im Raum vom Geist ist, ist es manchmal besser, in dem Raum zu bleiben und einfach sich in der Ecke zu verstecken. Okay. Sind keine Fingerabdrückchen irgendwo? Nee, keine Fingerabdrücke. Du bist raus, ne? Buch hat er nichts reingeschrieben. Wir gucken mal, ob er Orbs hat, okay? Ja. Kamera ist an. Ja, okay. Ja, komm. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Der will uns richtig. Der ist richtig wuschig. Oh nein. Spinnt? Spinnt? Ja. Das Stimme ist, der spawnt immer irgendwo. Sei leise.
Wir sind safe. Uff, der war aber gerade an unserer Tür dran, oder? Ja. Der hat reingeklopft. Holy shit. Da steckt auch ein Kopf durch meine Schrankwand. Ich weiß nicht, was da los war. Das war auch irgendwie so ein Geil. Das ist normal. Okay, also. Mein Chat schreibt, ich habe mit den violetten Licht auf die Scheibe geleuchtet und die meinen, dass da Fingerabdrücke an der Scheibe sind. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die recht haben. Da bin ich mir nicht sicher. Aber dann gucken wir mal, ob wir Orbs haben, sonst gucken wir. Orbs sind da. Okay, dann gucken wir mal, ob Fingerabdrücke sein können. Wir haben Geisterbox. Wir haben Geisterbox und Geisterorb. So, was kann sein? Poltergeist und Gin und Mare. Poltergeist, Gin und Mare. Kontrollier genau, du mal ganz. Fingerabdrücke wären Poltergeist. Ah, Fingerabdrücke wären Poltergeist. Warte mal kurz. Sollen wir einfach deine Community so hart unter Druck setzen, dass wir jetzt einfach mit Poltergeist gehen und wenn es falsch ist, sind sie schuld, wenn sie richtig sind, werden sie gefeiert? Das ist die Frage, das haben nur ein paar Leute geschrieben. Okay, dann lass uns nochmal gucken gehen. Nee, ich hab selber auch gesagt, mal, da ist was an der Scheibe aus. Es kann auch einfach nur die Spiegelung gewesen sein. Sollen wir nochmal gehen? Wie viel Sanity haben wir denn noch? 16 und ich habe 0, aber wir räuchern den einfach aus, dann kommt der erstmal nicht mehr. Ja, ist das so? Ja. Wir räuchern den aus und du nimmst Kruzifixe mit und dein Licht. Ich glaube, es war eine Reflexion. Ich habe gerade noch mal kurz einmal hingeklickt. Ich glaube, es war eine Reflexion. Du hast null. Was gibt es noch für Optionen, wenn es kein violettes Licht war? Also, ich gebe hier mal nix ein, dann wäre es Mare, Gin oder Poltergeist. So, Mare, Gin wäre EMF, das ist es auf keinen Fall. Mare wäre noch Gefriertemperatur, ist es eigentlich auch auf keinen Fall. Also ja, dann kann's eigentlich nur noch Fingerabdrücke. Dann glauben wir die Fingerabdrücke, wir glauben es einfach. Komm. Okay. Chat, wir glauben euch. Wenn ihr falsch liegt, dann sagen wir, ihr seid die schlechteste Community. Ihr seid schuld, nein. Also Poltergeist ist dann. Okay, hast du eingetragen? Ist es Poltergeist? Ja. Ich habe Poltergeist eingetragen, ja. Du auch? Ja, es ist besser jetzt das zu riskieren, als den Tod zu riskieren. Oder soll ich einmal reinlaufen? Ja, soll ich einmal alleine reinlaufen? Traust du dich das? Pass auf, wenn der Geist jagt, kannst du dann einfach losfahren und dann sind wir safe? Nee, weil du musst im Wagen drin sein. Ah, ich muss im Wagen drin sein. Oi. Aber das wäre doch eine gute Mutprobe. Ja, komm. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt überlegt er so. Ja, ich geh gucken. Ich nehm Kruzifix mit. Ich beobachte dich. Er hat das Licht angemacht. Das heißt, du musst kurz das Licht ausmachen im Zimmer, um die Fingerabdrücke zu sehen. Okay. Ja, ich geh noch einmal kurz rein. Man sieht sogar. Erklär mir ganz kurz, wie das Kruzifix genau funktioniert. Ich halte es einfach in der Hand oder werfe ich es auf den Boden? Du willst mich schon wieder da reinschicken? Nee, jetzt ist Schluss.
Ja, aber wir müssen es doch prüfen. Ja, aber guck mal, ich habe noch 1%. Nee. Ich wollte reingehen, soll aber. Ich machen? Nee, er hat mich sofort gejagt. Nee. Er hat an meiner Tür, ich habe die Tür zugehalten und er hat an meiner Tür so. So hat es versucht aufzumachen. Okay, dann gehen wir. Ja, Dings. Hast du eingetragen? Ich habe Poltergeist eingetragen, okay. Ich bin sehr stolz auf Sie, Kadett. Sie waren sehr mutig heute. Oh Mann. Ich wollte einmal ins Zimmer und dann werde ich direkt gejagt. Aber ich bin zu unserem Geheimspind gegangen. Bitte, Poltergeist, bitte. Nein, es war ein Djinn. Nein, es war ein Djinn. Oh mein Gott. Was war Djinn nochmal? Was war Djinn nochmal? EMF, du hast gesagt EMF auf gar keinen Fall. Ja, EMF war nur 4, auch wenn ich an ihn ran bin und immer eigentlich. Oha, scheiße. Oha, du hast komplett reingeschissen, Gnu, Mann. Nein, die haben behauptet, es sind Fingerabdrücke. Mann, Gnu. Nein, nichts Gnu. Du hast gesagt, EMF kann es auf keinen Fall sein, auf gar keinen Fall. Ja, ich wusste das nicht, dass es so geht. Ich lerne halt auch nie aus. Egal, es bist halt mal leer ausgegangen. Außer wir sind nicht tot, oder? Ja, sollen wir die Highschool machen? Ja. Vielleicht. Okay, let's go. Gnu! Wie du deinen Schädel. Ja. Oh, mein Jet raged auf. Oh. Ja, jetzt haben wir. Kommt er ja angesteppt. Hallo. Hat jemand in den Chat geschrieben? Der Louis hat geschrieben, ich soll dir sagen, dass dein Mikro und deine Kamera nicht synchron sind. Das könnte auch an ihm liegen. Muss man in den Chat fragen, ob es bei dir gerade synchron ist oder ob das vielleicht an ihm liegt. Dann muss er die Seite mal neu laden. Ja, das liegt leider bei mir gerade an OBS. Das heißt, ich müsste den Stream kurz beenden, wieder anmachen. Ah. Und irgendwie möchte ich das gerade nicht. OBS macht Auge. Ehrenlos. Ja, das ist OBS, aber es fängt sich immer wieder. Deswegen, I'm so sorry, ist eigentlich nie der Fall. Keine Ahnung, warum das unprofessionell. So ist. Unprofessionell. So sind die Streamerinnen, ja. Leute. Kaum ab 1 Million. Bei Streamern wäre das nicht passiert. Mann, Kaum Frauen und Gaming. Ab 1 Million gibt es sich keine Mühe mehr. Frauen und Gaming. Und die nennt sich Gamerin. Also bei mir, weil meine Leute sagen, es ist synchron. Ja, dann ist dann. Ich glaube, du musst einfach nur die Seite neu laden. Einfach die Seite neu laden, vielleicht. Trotzdem Frauen und Gaming, paar. Ich habe gehört, Frauen spielen auch ganz lustige Spiele, so wie Abenteuer auf dem Reiterhof. Animal Crossing. Sims. Das ist ja auch bestimmt. Nur Animal Crossing, Sims und. Und. Was das? Star Stable. Was? Star Stable. Und der Unge spielt nachts auch heimlich unter seiner Bettdecke Animal Crossing. Ich spiele heimlich unter meiner Decke. Scheiße. Ich spiele immer. Spielst du mit was anderem? Was? Nein, natürlich mit der Switch, womit sonst? Mit deinem Joystick. Warum ist Gnu so? Chat, warum ist Gnu so? Warum ist sie so? Oh, Animal Crossing ist toll. Und es sollte jeder spielen, ob männlich oder weiblich. Wie viele Stunden hast du denn in Animal Crossing? Ich glaube nur 80. Heuchlerin. Ich hab irgendwie 300 oder so. Du bist ein Heuchler, sagst Animal Crossing ist. Nee, ich hab wirklich über 300. Ich hab's richtig lange gestreamt, als es rauskam. Und meine Freundin hat über 1000 oder 2000 Stunden in Animal Crossing. Echt? Ja, die ist ein richtiges Gamer-Girl. Die spielt nämlich Animal Crossing. Die ist ein Gamer-Girl. Die ist ein Gamer-Girl und? Gamer-Girl. Okay. Männer spielen nur FIFA und Frauen spielen nur Animal Crossing. Jetzt haben wir es geklärt. Genau, so richtig schön klischeehaft, Leute. Fußball. Ja, was ganz wichtig ist bei der Highschool. Ah ja. Oh, scheiße. Wir müssen nochmal zurück, weil wir müssen gucken, wo die Heizung ist. Sonst haben wir keine Chance. Oh, Mann. Chancenlos. So. Konzentration, Kadett, packen Sie den Joystick wieder unter die Bettdecke. Fußball. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Fußball. Ich hatte meinen Fußball. Ich hatte Dinge, die ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung von Fußball, ne? Das weiß eigentlich jeder von meiner Community. Ich habe auch nicht. Keine Ahnung von FIFA und so, aber ich hatte mein Placement für die Bundesliga, war richtig geil. Oh Gott, echt? Wie hast du das durchgebracht, ey? Ja,
ich habe immer, also Sky, ne, also kennst du ja Sky, die ja auch Video on Demand und sowas anbieten, ne? Die haben ja die exklusiven Rechte für Fußball auch, ne, in Deutschland, Bundesliga und solche Sachen. Ja. Und genau. Da wir schon öfters mit Sky zusammengearbeitet haben, für jetzt bestimmte Filme oder so, die rausgekommen sind oder Serien, hatten die auch einmal gefragt, ob ich Lust hätte zu erzählen, dass die neue Bundesliga-Saison startet. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich habe zwar keine Ahnung von Fußball, habe ich einfach gemacht. Ich so, Gott, das wäre genauso wie, wenn man mich wegen Fußball befragen würde in irgendeinem Interview. Oh Gott. Oh, warte mal, 4 Grad im Flur, ist das hier schon vielleicht der Anhaltspunkt? Ah, nee, wir müssen ja eh die Heizung. Sein. Nee, wir müssen erst die Heizung finden, Aber ja. Ja, stimmt, hast recht, dann ist es überall kalt, ja. Ja. Geld wird mitgenommen, Gnu, oder? Geld wird mitgenommen. Ja, vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so viele Jobs hat, dass man es sich aussuchen kann. Also ach so. Ich verstehe nicht, warum manche immer so... Ja, Bundesliga also habe ich erst, mal so. Das ist erst 2 Monate her oder so. Mann, ich wollte dich gerade protecten! Geld ist Geld. Aber du lässt sie nicht protecten. Es wird mitgenommen. Oh, Geld ist Geld. Ich versuche hier gerade so die Moralapostel raushängen zu lassen, dann kommst du um die Ecke. Ja, okay. Nee, aber was, zum Beispiel, ich habe heute ein anderes Placement meinen Zuschauern erklärt, was ich auch angeboten bekommen, was ich aber abgelehnt habe. Und das Lustige ist, eigentlich, ja, habe ich schon erzählt, es ist Lego. Lego hat angefragt, ob ich so Lust hätte auf ein Placement. Ich darf das Thema aber nicht benennen, weil es ist natürlich vertraulich und so, aber habe dann gesagt, nee, weil aktuell muss ich sagen, finde ich das, was Lego so öffentlich halt so sich gibt und so, finde ich nicht gut. Deswegen habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht unterstützen und so gerade, wenn die sich irgendwann wieder raffen. Ja. Ja. Ich finde Lego cool, aber ihre aktuelle Firmenphilosophie fühle ich halt gar nicht. Und zum Beispiel Fußball finde ich halt doof, aber ich habe nichts Persönliches gegen die Bundesliga. So, und deswegen konnte ich problemlos, für mein eigenes Gewissen, konnte ich problemlos eine Kooperation für die Bundesliga machen, aber ich kann nicht, obwohl Lego eigentlich eine gute Kindheitserinnerung sind, kann ich nicht gerade Werbung für Lego machen. So. Deswegen. Ja, weil halt gerade auch das so aktuell ist, ja. Ja, nee, also ich finde. Bei mir war es ganz oft so. Ja. Erzähl du zuerst. Bei mir war es ganz oft so, dass Firmen mit mir nicht arbeiten wollten, weil sie irgendwelche Bilder aus wirklich uns nicht zu erschließenden Gründen zu sexy fanden. Zu sexy? Aber dann haben wir gesehen. Verhaftet, ja, weil und zu dann sexy. Haben wir gesehen. Ja. Dann haben wir gesehen, dass sie, aber das war halt echt überhaupt nicht sexy. Es war einfach nur ein starkes Tomb Raider-Bild vom alten Tomb Raider-Cosplay. Ja. Und das Geilste war, dann sehe ich aber, dass sie jetzt Werbung mit anderen Creators machen, über die sie sich halt nicht informiert haben und nichts gegen OnlyFans. Das kann ja jeder machen, wie er will, aber die machen halt OnlyFans, das haben die nicht gecheckt. Und da denke ich mir halt auch so, lol, so heißt, also informiert euch halt. Weil wenn sie bei mir schon rumheulen und ich mache halt wirklich nichts. Aber ich möchte auch mit solchen Firmen gar nicht arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Dann soll es nicht sein. Ja, finde ich aber auch. Ich finde, selbst wenn man für irgendein Produkt selber nicht schwärmt, aber solange man der Meinung ist, dass es ein gutes Produkt ist, finde ich eine Werbung dafür nicht. Ich habe auch für Fortnite Werbung gemacht vor ein paar Monaten und ich habe aber schon längerem meiner Community halt gesagt, ich fühle Fortnite für mich selber nicht so, aber ich sage trotzdem, Fortnite ist kein schlechtes Spiel. Also ich finde, Fortnite ist ein gutes Spiel so. Es kann jeder halt kostenlos spielen, klar. Das mit den Skins kann man so sehen, wie man möchte. Klar, es ist auch für jüngere Menschen vielleicht verlockend, sich dann da auch einiges an Geld auszugeben für Skins. Aber letztendlich ist es keine spielentscheidende Geschichte. Und ich finde, Fortnite prinzipiell ist ein gutes Spiel, nur ich selber fühle es halt einfach nicht so. Deswegen habe ich dann auch gesagt, ja klar, kann ich gerne machen. Ja. Ja. Ja, ich finde zum Beispiel auch oft durch Placements merkt man auch, als Beispiel, ich habe ja YFood damals getestet, bevor ich dafür Werbung gemacht habe. Und dadurch habe ich gemerkt, dass es mir halt voll schmeckt, dass ich es cool finde. Also man entdeckt halt auch echt viel für sich selbst und man sagt, hey, finde ich voll nice. Ja, das habe ich auch, das hatte ich lustigerweise auch bei Fortnite, ich habe ja immer so ein bisschen so, Fortnite fühle ich nicht so, aber dann, als ich das gespielt habe, mit Maxify habe ich das gespielt, hat so Bock gemacht, wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, es ist nicht das Spiel, was ich privat jetzt die ganze Zeit zocken würde, weil es sind mir einfach zu viel Schwitzer drin, ne? Ist halt Battle Royale, ist mir einfach so, da drehe ich durch einfach, weißt du? Weil ich drehe einfach durch. Geht mir auch so. Aber, geht mir aber auch so. Es hat doch Spaß gemacht. Also wenn du es mit Freunden spielst, ist es cool. Es ist einfach ein geiles Spiel. Ich kann es nicht haten. Ja, ich finde so eine kleine Fortnite-Runde, macht mega Bock. Vor allem bin ich jetzt im Fortnite im Radio zu hören. Ehre. Und keiner hat es bis jetzt gehört, weil es so kurz ist. Geil, wir finden den Raum nicht, ich drehe durch.
Warte, wir müssen, was bei der Schule ganz wichtig ist, immer zu sagen, gib uns ein Zeichen, weil wenn er in einem Klassenraum ist, dann klingelt er oder findet man die ganze Musik. Gib uns ein Zeichen! Und wir laufen jetzt mal nur die Flur entlang und du schaust auf dein Ding, weil da wird es eigentlich dann schon kühler. Ach so. Also wir müssen... Gib uns ein Zeichen! Du denkst, ich muss nicht die Türen aufmachen? Ich glaube tatsächlich, dass man im Flur auch schon merkt, sobald hier die Temperaturen droppen, dass dann irgendeine Tür sein muss. Aber ich glaube, man muss nicht alle Türen öffnen. Aber ich öffne so gerne Türen. Gib uns ein Zeichen! Geist, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Mein Sonnenlicht. Ich suche dich und vermisse dich. Oh, Scheiße. Wohin, 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 Gnu? Toilette, Toilette. Oh. Hier bei uns. Halt du zu, halt du zu. Das ist nur passiert, weil wir gesogen haben. Ja, aber der steht scheinbar auf Group Tekkern, Alter. Verrät so ein Versteck. Psst. Oh, ich weiß sogar noch, wie die heißen, Alter. Natürlich. Ich weiß sogar noch genau, wie die aussehen, die drei. Ich auch. Der eine hatte so eine möchte gern Bill Kaulitz Frisur auf. Der ist so richtig nach oben, so psch. Ja, ja, so auf so von türkischer Bazar. Das weiß ich noch. Richtig stark. Ich vermisse deinen... Ist er nicht von hier oben runtergesteppt? Ja, er ist von oben runtergesteppt, ja. Oder? Ich glaube schon, es war eben F5, aber es ist scheinbar so, wenn er huntet und man hat eben F5, zählt es nicht mehr. Wohin, wohin? Wieder zur Toilette? Ja. Guck, ich habe einfach angefangen zu singen wieder. Ich hab gesagt, ich vermisse deinen Atem, der mich zart berührt, der mein Herz verführt. Oh mein Gott. Okay, wir dürfen nicht mehr singen. Oh mein Gott, hör auf! Oh, ruhig, ruhig. Nein, hör auf mich, Junge! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein. Oh nein. Und sie ist über der Toilette. Sie muss ein bisschen Kotzi machen an der Toilette. Oh nein. Gnu, geht's dir nicht gut? Gnu, du siehst gar nicht gut aus. Gnu? Gnu, du siehst gar nicht gut aus. Gnu, wie geht's dir? Wie kann der denn hier rein? Ich krieg die Tür nicht auf. Ich krieg die Tür nicht auf. Doch. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Gnu. Oh nein. Oh nein, Gnu. Ich glaube, Gnu war ungeschminkt, deswegen hat sie nämlich so ausgesehen gerade. Oh oh. Oi, oi, oi. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen ruhig bleiben. Ein paar Pillen essen. Gnu, wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen. Schreib in das Buch, Gnu. Gnu, wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen. Gnu? Ich habe Angst alleine, Gnu. Jetzt ist Gnu ja auch ein Geist. Das heißt, ich könnte auch einfach Gnu finden, oder? Dann hätte ich ja auch einen Geist, oder? Hm. Okay. Ich habe noch 3%. Ja, dann werde ich mal mir ein paar Pillen reinziehen. Schmacko Fatz. Okay, toll, wir wissen immer nicht, wo der ist, der Hund. Das ist das Problem.
Ich sag jetzt einfach mal, EMF 5 war da. Wir gehen mal rein. Ah, Mann, 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 Mann. James Brownstone High School. Hier war ich schon früher nicht so gern. Als ich noch ein kleiner... Scheiße, okay. Im Flur ist es 19 Grad, 17 Grad. Wir gehen jetzt nach oben. Wir gehen jetzt nach oben. Gnu hat gesagt, er war oben, hat sie gedacht. Ich denke, das könnte schon gut hinkommen. Wir gehen nach oben. Wenn du da bist, gib mir einfach kein Zeichen, okay? Gib mir einfach kein Zeichen. Bitte. Oh, 4 Grad? 4 Grad wo? Ist der hier in diesem Sportumkleide-Ding? 5 Grad heißt es, der ist hier? Ja, weil sonst ist ja alles geheizt, oder? Das Problem ist, ich bin jetzt allein und ich bin allein überfordert. Aber ich habe das Gefühl, der könnte hier sein. Warte mal. Ich werfe mal das Buch hier hin. Hier so auf den Mülleimer. Oh! Komm, schreib mir das Buch. Okay, du bist hier, oder? Du bist hier, ne? Gut, schreib mir das Buch. Schreib mir das Buch, komm. Schreib mir das Buch. Ist keine Gefriertemperatur? Schreib mir das Buch, gib mir ein Zeichen. Hier, ich leg das hier zu den anderen Büchern. Da hast du ja gerne, nämlich hier. So. Gib mir ein Zeichen. 3 Grad. Oh, oh, ich höre seine Schritte. 3 Grad, straight 3 Grad. Aber keine Gefriertemperatur. 5 Grad. Also hier auf jeden Fall 3 Grad. Wenn ich jetzt rausgehe, wie ist dann die Temperatur? 19 Grad. 19 Grad, da oben auch. Ja, ja, da drin ist auf jeden Fall der Raum. Okay, das ist der Raum. Der hat einen Ball geworfen! Oder war es Gnu? Gnu, hast du den Ball geworfen? Na, dann nehme ich den Ball mal mit. Okay, da in dem Raum ist er. Rein und links, okay. Er kann schon mal in ein Buch reinschreiben. Das wäre schon mal eine ganz gute Sache. Mach nicht die Tür zu, bitte. Das ist der Raum auf jeden Fall. Mach nicht die Tür zu, okay? Wenn du die Tür zu machst, ich werde den Ball gegen den Kopf werfen, ich schwöre dir. Okay, pass auf. Ich leg den Ball, ich mache jetzt Pfeifett. Ich leg den Ball zwischen die Tür. Oh, schade. Geht nicht. Ich dachte, ich könnte die Tür einklemmen. Okay, wir holen jetzt erstmal ein paar Utensilien. Er hat einen Ball geworfen, der Geist. Er hat Gnu erst getötet, jetzt will er mit mir Ball spielen. Ich glaube, das ist ein frauenhassender Geist. Mit Männern will er... Oh, wir haben über Fußball geredet. Wir haben über Fußball geredet. Der Geist will auch Fußball spielen. Er ist ein Mann. Ist das ein Mann? Nee, ist eine Frau. Sie möchte gegen Geschlechterklischees... Sie möchte gegen Geschlechterklischees antreten. Deswegen möchte sie jetzt zeigen, mit mir möchte sie Fußball spielen und sie hasst andere Frauen. Okay, verstehe. Jetzt verstehe ich erst. Ja, ja, okay, alles klar. So. Hä? Ach, das ist Gnu mit dem Ball. Ah, Gnu. Ja, komm, Gnu. Dann nimm den Ball mit, Gnu. Nimm den Ball mit, Gnu. Ja, nimm mit, Gnu. Komm, dann weiß ich wenigstens, dass du da bist, Gnu. Nimm den Ball mit. So. Gnu, wo bist du? Oh nein. Gnu, oh, da ist der Ball. Oh! Ich habe vor Schreck meine Kamera fallen gelassen, weil die Gnu diesen Ball da wirft. Okay, wir gehen rein. Ja, wenn du da bist, gib uns kein Zeichen. Ich werde auch nicht mehr singen. Gib uns einfach kein Zeichen. Ich weiß ja schon, wo du bist. Gib uns einfach kein Zeichen. Vielen Dank, ich danke dir, gib uns einfach kein Zeichen. Gnu hat alle ihre Sachen verloren, das ist sehr traurig, Gnu ist sehr traurig. Hast du das Buch geschrieben? Oh ja, er hat das Buch geschrieben, er hat so böse Symbole ins Buch reingemacht, so Teufel und so. Okay. Wir stellen mal die Kamera hier so hin, dass sie so nach da filmt, das ist okay. Oder nee, ich glaube, ich stelle die Kamera so hin, dass sie so diesen Flur im Auge behält. Okay, du hast das Buch geschrieben, das finde ich sehr nett. Ja, schauen wir mal, ob du hier irgendwo hingehst. Dings, ob du hier irgendwo mit Puddingfingern irgendwas angefasst hast. Okay, schauen wir mal. Hier sehe ich keine Fingerabdrücke auf den ersten Blick. Ne, ich sehe ja keine Finger. Oh! Der Geist. Der Geist hat Schritte gemacht.
Okay, ich sehe keine Fingerabdrücke. Dann gehe ich nochmal ganz kurz mit dem. Jetzt mittlerweile, ob es vielleicht kälter geworden ist. Gehe ich nochmal kurz Temperatur messen. Aha. 5 Grad? Nee. Okay, es will auch keine Erinnerung. Okay, das heißt, wir haben das Buch. Wir haben vielleicht EMF. Wir haben vielleicht EMF. Vielleicht haben wir EMF. Das weiß ich nicht. Das müsste Gnu wissen. Gnu, wenn wir EMF haben, dann wirf den Ball jetzt gleich irgendwo hin, wo ich ihn sehe. Wirf den Ball irgendwo hin. Oh, ja. Aha, sie wirft den Ball. Okay. Sehr gut. Sie hat den Ball so geworfen hier. Gnu, ist das ein Zeichen für ja? Okay, wenn das ein Zeichen für ja ist, Gnu. Wenn das ein Zeichen für ja ist, dass der Ball, dass der EMF 5 hat, dann wirf den Ball in diesen Schulbus rein, okay? Wirf den Ball in den Schulbus rein, wenn der EMF 5 hatte. Kannst du das? Oh ja, sie hat versucht. Aber man weiß natürlich, weil es eine Frau ist, kann sie keine Ballsportarten. Wir sind ja hier ein sexistischer Kanal. Da müssen wir natürlich diskriminieren. Okay, Gnu hat versucht mir zu zeigen, dass sie den Ball werfen kann, aber hat es nicht geschafft. Gut. Wir gucken mal rein. Was ist denn eigentlich meine Kamera, die ich... Ah, das ist die. Okay, ich sehe keine Geisterorbs. Auf den ersten Blick jetzt. Oh, ist Licht an? Nee, ne? Oh, du wirfst den Ball, sie ist sauer. Okay, auf jeden Fall hat es EMF 5. Das können wir schon mal eintragen. EMF 5. Und Buch. So, jetzt was gibt's denn noch? Es könnte jetzt sein, ein Revenant oder ein Shade oder ein Oni schon wieder. Okay. Ja. Da, Geisterorbs! Oh, Geisterorbs, ich habe sie gefunden. Geisterorbs. Das heißt, es ist ein Shade. Okay, wir haben's. Es ist ein Shade. Let's go. Raus. Let's go. Ja, es war ein Shade. Ja! Let's go. Voll gut. Sehr gut, oder? Voll gut. Ja. Oh Mann. Gnu, warum voll hast gut du ermittelt. Aber voll schlecht geworfen von dir in diesem Bus. Ich hasse dich. Warum? Wie viel hast du jetzt verloren an Items? Viel? Alles. Oh nein, Gnu. Oh alles nein. Nicht schlimm. Wie viel Geld hast du? Bist du reich schlimm. In diesem Spiel? Ich habe noch 1300. Oh, wie viel hab ich? Lass mal kurz gucken. Wo steht mein Geld? Bei Kaufen. Ich habe 4400. Ja, dann darfst du mal shoppen. Ja, magst okay. Du noch eine Runde machen? Ja, lass uns noch so eine Rich Road House Profi. Lass uns noch eine schöne Runde machen. Aber sag mir, was ich kaufen muss, dann kaufe ich. Einmal alles und zwei starke Taschenlampen und zwei Kopfkameras. Warum einmal alles? Warum Kopfkameras kaufe ich? Ja, warum einmal alles und nicht doppelt? Weil wir uns eh meistens immer aufteilen. Ah ja, okay. EMF, zack. Feuerzeug habe ich jetzt schon rein. Genau. Achso, habe ich schon. Obwohl, du brauchst zum Beispiel EMF nicht, haben wir. Haben wir schon. UV-Licht? UV-Licht kaufe ich. Taschenlampe, Fotoapparat, UV haben wir auch. Ach. No. Videokamera? Kaufe ich. Ja. Geisterbox? Kaufe ich. Salz? Ja. Kaufe ich. Räucherstäbchen? Zack. Stativ? Zack. Starktaschenlampe? Habe ich 4 Stück. Bewegungssensor? Zack. Audiosensor? Brauchen wir nicht, ne? Spielt kein Mensch mit. Nee. Sanity Pillen, 4 Stück. Kann man mehr als 4 mitnehmen? Es reicht eins. Ich habe jetzt gerade, oder was ist Sanity? Reicht noch eine. Ich habe schon 4 hinzugefügt. Okay. Thermometer, Geisterbuch, zack. Infrarot, Lichtsensor. Parabolmikrofon. Wer nimmt sowas? Noobs. Ja. Knicklicht, Kopfkamera. Braucht man auch nicht. Okay, ich füge alles hinzu. Moment. So, hinzufügen. Zack, 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 zack. Die starke Taschenlampe, ja? Wie viel hast du hinzugefügt? Starke... Ja, auch gar nicht. Noch eine. Noch eine nur? Eine nur? Ja. Okay. Also zwei. Also noch eine. Wir brauchen zwei. Okay. Ja. Sehr schön. Gut. Bereit. Let's go. Wir leben. Ach, Gnu. Wieso konntest du mich nur alleine lassen?
mit Group Techern. Du hast mich mit Group Techern alleine gelassen. der hat nur gehandelt, wenn wir gesungen haben. Ja, wirklich, hat nur gehandelt, wenn wir gesungen haben. Immer wenn wir angefangen haben, dieses scheiß Lied zu singen, auf einmal ging die Taschenlampe am Flackern. Ja, vor allem, dass er auch recht reingekommen ist und an unsere Tür gekommen ist. Also es ging nicht, haben meine Leute gesagt, weil auch eine Toilettentür ist eine Tür und die kann man nicht zuhalten. Ach, Toilettentüren kann man nicht zuhalten. Nein. Ah, nur Spind geht. Nur Schränke. Okay, krass. Genau. Aber zum Glück gibt es keine Spinte in der Schule. Spaß. ja, aber zum Glück war, ey, ich habe nochmal unten geguckt in diesen Raum und dann habe ich gedacht, aber eigentlich wollte ich hochgehen, aber war es durch Zufall, habe ich diesen Raum gefunden, diesen Umkleideraum. Voll gut. Hast du richtig gut gemacht, ging ja auch voll schnell. Ja, wenn du nicht mehr aufhältst. So spielen Männer, Knut. Spaß. Nein. Ich würde so gerne spielen, dir eine virtuelle Faust geben. Okay. Nein, Spaß. Genau, dann würde ich sagen, hast du dir dein Taschenlämpchen schon geholt? Im nächsten, wie heißt dieses, was öffentlich-rechtlich ist auf YouTube, Funk. Im nächsten Funkbeitrag werde ich so als Negativbeispiel genommen von Gamern, wahrscheinlich, weil sie gar nicht die Ironie raushören. Von so Gamern, die Frauen in Videospielen beleidigen und diskriminieren. Ja, der YouTuber und Streamer Unge hat eine weibliche andere Streamerin vor allen Zuschauern beleidigt, nur weil sie eine Frau ist. Das können wir nicht so tolerieren. Ja, genau, dann so vorne oben an der Schlagzeile dann du. Und ich unten so heulend. Richtig übertrieben und überrissen. Genau, ich habe jetzt Geisterbox EMF. Nimmst du noch ein Kämmerchen mit? Gut hast du. Was soll ich mitnehmen? Ja, habe ich alles, ne? Eine Kämmerer. Ist die, genau, unten ist die... Unten im Keller? Okay, let's go. Ja. Im Keller. Das ist etwas größere Haus, ne? Wir hatten ja ganz am Anfang das kleine Haus, das ist das etwas größere Haus, okay. Genau. Sogar mit kleinen Lämpchen. Oh, wie schön, oder? Weißt du, was ich doof finde? Die ganzen Nachbarn. Die kommen nicht zur Hilfe, wenn wir sterben. Ehrenlos. So, ich mach grad direkt mal alles an. Toaster. Let's go. Ja, wir sind schon mal zwei Spinte, ist gut zu wissen. Ja, ist gut. Ich gehe jetzt schon mal rein. Ciao. So, ist an. Okay, es ist an. Es sollte jetzt direkt die Temperatur hochgehen. Dauert 3 Minuten. 3 Minuten? Ja, leider. Oha. Aber wir können ihn ja schon mal fragen, ob er uns ein Zeichen gibt. Ja, okay. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht geht irgendwo eine Tür auf. Geist, gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wofür ist der? Der vielleicht fürs Auto? Nimm ihn mal. Ich will irgendwas aufschließen jetzt. Ja. Wenn das Auto nämlich angeht, musst du das ausmachen. Manchmal machen die Geister auch das Auto an. Das ist mega spooky. Okay. Kann ich wegfahren? Nee. Hast du den Gefriertemperatur... Dingsbums dabei? Ja, habe ich dabei. Genau, mach den gerne mal an. Ich glaube, es müsste gleich soweit sein. Nee, 3 Minuten sind nicht vorbei. Ah, hier ist ein Knochen. Oh, gut, machen wir gleich schön Foto in der Garage, okay. Genau. Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Oh, wo ging die Tür auf? Hast du es gehört? Nee. Aber, oben. Ich glaube auch oben, ja. Ich kann es nicht genau zuordnen. Sind, wenn man hier reinkommt, normalerweise immer alle Türen zu? Ja. Ist man hier drin sicher? Ist das ein Schrank? Genau, da müssten wir aber beide rein und jeder müsste eine Seite zuhalten. Oh. Aber das können wir gerne machen. Das ist aber romantisch. Der ist ja romantisch. Das ist romantisch. Gib uns ein Zeichen. Oh, die Tür ist offen. Oh, die da ist die Tür auf. Ist das jetzt dein Zimmer? Ja, 100 Pro, ja. 100 Pro. Oh, blaue Wände, das ist nicht gut. Gib uns ein Zeichen. Oh nein, hier ist ein Ouija-Board. Oh, er steppt hier drin. Und er steppt. Oh Gott. Oh ja. Und er macht Türen auf. Oh. Hä? Ja, EMF2. Bist du hier? Oh, er hat direkt das Buch geschrieben. Gehen? Er hat instant reingeschrieben. Er hat instant, wirklich. Holy während shit. Während es in der Luft war, hat er reingeschrieben. Während es in der Luft war.
Ich hab's geworfen. Der konnte gar nicht abwarten, dir ein Autogramm zu geben. Oha. Bist du hier? Der ist super aktiv. Der ist super aktiv. Sollen wir gehen? Bist du böse? Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Ich glaube, wir können schon mal Fingerabdrückchen und die Kamera holen. Ja. Die Friertemperatur kannst du eigentlich wegschmeißen, weil sobald die Friertemperatur ist, sieht man es an unseren Atem. Ja. Hast du gerade irgendwie was vor den Mund gesteckt? Nein. Ach, was hast du gemacht? Nix, warum? Hä? Du warst gerade so, als hättest du so geredet. Hä? Ja, hallo, ja, ich bin jetzt hier, aber jetzt hörst du dich ja normal an. Nein. Hä? Hab ich nicht. Dann lag es vielleicht an dem Raum. an dem Geisterraum. Vielleicht hat er die Schallwellen manipuliert, weil er ein Manipulator ein Lügner manipuliert. Der hat nur Angst, dass wir wieder singen. Oh nein. Nimm mir mal eine Packung Tabletten. Ich glaube, deine Kopfschmerzen gehen schon wieder los. Ja, aber wirklich, gell? Ich hab den roten Teppich schon wieder ausgerollt, ey. Oh oh. So. Okay, Geisterbox war noch nix. Ich nehme Kamera. Kamera dabei? Ja, mach ich. Ja. Zack. Und Fingerdatscher. Wie geht das nochmal? Aha. Ja, und genau. Fingerabdrücke. Und du hast die Kamera noch nicht mitgenommen, du musst quasi das Stativ jetzt mitnehmen. Ja, hab also alles. Deine Hand muss... Ja, ich hab so, guck. Ah, okay. Ich hab nur noch vorher was eingepackt. So. Okay. Ist Unge schon mal gestorben? Nee, ich sterb nicht. Nur Unge doch nicht. Nur Gnu ist gestorben. Ja, wegen unserem Gesang. Ich bin echter Gamerboy. Echte Gamerboy, ich hab Probleme nicht. Ihr werdet diese Insider erst verstehen, wenn ihr das Video auf Gnus Kanal guckt. Wir haben nämlich was zusammen aufgenommen. Das kommt. Stimmt, das kommt Freitag. Freitag kommt es auf Gnus Kanal, könnt ihr schon mal euch merken. Wir haben ein lustiges Video aufgenommen für Gnus Kanal. Und da geht es um Gamerboys. Oh, EMR5 schon mal gut. Mhm. Bist du hier? Sollen wir gehen? Oh, auf dem Bett sind irgendwelche Flecken, die habe ich gerade gesehen mit diesem lila Licht. Siehst du das? Überall, er muss 12 sein. Schwerpubertären 12. Oh nein. Also Fingerabdrücke sehe ich hier keine, nur irgendwelche anderen Flecken. Auch nicht am Lichtschalter? Nee, hab alles gecheckt. Oder am Fenster hinter dir? Okay. Dich turnt das Unterboard wieder an, ne? Ich seh das schon. Ja, ich nehm's mit. Oh nein. Ich kann auch gleich mal gucken, was es nur noch sein kann. Bist du hier? Sollen wir gehen? Wo bist du denn? Wo bist denn du? Wie alt bist du? Hey, du redest doch mit dem, obwohl ich noch nicht mal draußen bin! Wie alt bist du? Nein, ich wollte nur mit dir reden. Wie alt bist du? Frag ihn ruhig mal. Wie alt bist du? Oh, ich denke, er ist 12. Nee, 4. 43. Also, das sieht aber aus wie ein Kinderzimmer. Wie kannst du 43 in so einem kleinen Bunker leben mit dem blauen Tapete und. Was ist mit diesem Poster an der Wand? Gib da an, Pedo. Oh bist mein. Du böse? Geist, bist du böse? 4. Ja. 43. Antwort auf jede Frage mit 43. Frag ihn noch was, wenn er nochmal 43 sagt, wissen wir, dass. Dann wissen wir mehr. Wie viele Menschen hast du getötet? Boah, wenn jetzt. Ist Ausgang? Wie viele Menschen hast du getötet? Oh. Null. Null. Oh, er ist Liebergeist. Oh, süß. Oh. Bist du eine süße Maus? Sag mal, bist du eine süße Maus? Frag ihn mal, ob er eine süße Maus ist. Geist, bist du eine süße Maus? Oh. Geist, bist du eine süße Maus? Guck, es geht ja aus, das Ouija-Brett. Es geht immer aus. Bist du eine süße Maus? Bist du eine süße Maus? Bist du eine süße Maus? Geist,
Bist du eine süße Maus? Guck mal, es flackert die ganze Zeit, aber er kann es nicht jagen, weil wir in der Tür stehen. Er will uns die ganze Zeit jagen. Ja, ist doch voll weird, oder? Ja, 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 klar, es flackert die ganze Zeit, weil er will uns jagen. Sobald du jetzt reingehst und ich von der Tür weggehe, wird die Tür sofort zugehen. Sofort. Okay. Also, Geist, bist du eine Frau? Geist, bist du weiblich? Okay. Bist du weiblich? Geist, wie viel... Bist du ein Mann? Geist, wie viele Tage wartest du schon auf uns? Oh, er will nicht mehr antworten. Geist, magst du Unge? Das nehme ich jetzt persönlich. Okay, sagen wir kurz mal raus. Ja, ja. Geist? Geist fasziniert dich sehr, aber... Geist, willst du uns jagen? Zeit, du musst loslassen. Geist, wie geht's dir? Goodbye. Oh! Oh, oh mein Gott! Ich hab gesagt, er will jagen. Ich bin durch die Tür noch geglitscht. Oh mein Gott! Ich hab gesagt, er will jagen. Holy diese shit. Kleine Mizzet, Alter. Ich wusste, er will jagen. Ja. Der kommt jetzt bestimmt da runter. Da ist er, Treppe, der ist eine Treppe. Ist er, mit der Axt. Er hätte dich... Der hätte mich so mit der Axt geholt. Der hätte dich straight geholt. Der hätte mich so mit der Axt geholt. Du kleine... Ich wusste die ganze Zeit, deswegen hat er nicht mehr geantwortet. Er wollte die ganze Zeit nur die Gelegenheit haben, dass wir... Er wollte die ganze Zeit die Gelegenheit haben... Ja, ja, lauf du mal durchs Haus, du kleine dreckige... Ich glaube, wir haben jetzt minus 100 Sanity. Ich wusste es. Ich habe mich gerade noch so durch die Tür rausgeglitscht. Denn ich werde nicht sterben. Ja! Ein Schritt nach vorne und es wäre halt gewesen. Ja. Oh, guck mal, ich schon wieder. Gar keine Sanity verloren. Hä? Und du schon wieder übelst viel. Guck mal, es ist... Warum? Das kann doch gar nicht sein. Ich verstehe das nicht. Ich muss dir das Spiel nochmal beibringen. Orbs, ich sehe Orbs. Sehr gut, ich sehe auch welche. Perfekt. Okay, EMF 5 und Orbs haben wir, ne? Ja, wir haben alles. Und Buch. Wir haben EMF 5, Geisterbuch und Orb. Perfekt. Wir sind zu krass gewesen. Yes. Es ist ein Shade. Ey, und wir haben ihn sogar gesehen. Das war geil. Ey, pass auf, bevor wir gehen, ne? Ich erkläre dir jetzt mal kurz, wie man keine Sanity verliert, okay? Soll ich dir erklären? Ja. Okay. Also, das ist alles eine Kopfsache. Wenn du dir selber sagst, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig, ich atme ein, ich atme aus, dann geht's dir wirklich viel besser, wirklich. Du bist zu aufgeregt. Okay, dann sag das meiner Figur künftig. Sehr gut. Ich bin zu hysterisch. Das haben halt Gamer Girls so an. Ja, das sind die Gamer Girls. Immer rumschreien und rumkreischen. Ich würde mich nicht erschrecken in solchen Spielen. Denn ich bin ein richtiger Mann. Oh, das müssen wir den Flashback von vorhin zeigen. Oh, wir können die Knochen noch fotografieren. Ich mach das schnell. Ja, komm. Ich komm mit. Aber trink eine Pille. Nimm eine Pille. Wieso? Ich bin wie so ein Tripper. Dann wird man nicht mehr los. Komm, du Gamer Girl. Komm. Machst du Foto, tust du Facebook. Machst du Foto, tust du Facebook. Ich mache jetzt ein Foto von seinem Ass. Ey Junge, wir hätten durch das Fenster hätten wir fotografieren können, ne? Ja, stimmt. Aber ich glaube, das zählt nicht mehr. Oh. Oh, es ist immer noch an das Brett. Ich mach's mal aus. Warum gehst du hoch? Hallo, der Knochen ist bei der Garage. Oh, ich hab dich fotografiert. Sorry. Ich wollte ein Foto von ihm machen. Wo ist die Garage nochmal? War der nicht hier hinten? Da. Ei! Hast du das? Entschuldigung. Lass das nochmal. Wie heißt der Geist nochmal? Der Geist heißt, lass mal gucken kurz. Warte. Ich guck schnell, ich sag's dir. Nein, ich muss nicht, du wolltest die Tür gerade zumachen, oder? Nein, würde ich niemals machen. Hä? Ich will auch keine Snitch, warum sagst du das? Wir müssen mal den Namen sagen und das Ouija-Board anmachen. Ja, ja. Und ich habe noch eine richtig gute Idee. Ich lege da ein Kreuz vors Ouija-Brett. Wenn er kommt, kriegt er die Kraft. Oh, das ist voll die gute Idee. Okay, pass auf. Und ausräuchern müssen wir eigentlich auch. Soll ich? Oh, ich will noch. Weißt du, was du machen könntest? Pass auf. Ich hole die Kamera. Nee, scheiß drauf. Wir machen... Ja, räucher du. Okay, hast du noch ein Fotoapparat dabei? Ja, ich hab ein Fotoknips. Das Foto muss dann notfalls du machen, weil ich kann nur... Okay. Wir haben Namen nicht gelesen, warte. Oh, genau. Der Geist heißt Daniel Williams. Okay. Die Leute sagen zwar, das
das Kreuz muss in den Geisterraum rein, aber ich würde trotzdem mal gern sehen, ob er, wenn er handelt, wirklich einfach drüber läuft. Ja. Okay. So. Ich lege das auf diesen blauen Teppich, dass er das nicht checkt. Genau. Zack. So. Ja. Und jetzt anmachen. Und dann Daniel Williams. Daniel Williams. Wie viele Finger hast du? Du kannst keine zehn. Boah, der rastet oben voll aus, hörst du? Ja. Daniel Williams. Bist du ein Mann? Daniel Williams. Daniel. Oh, er macht. Es flackert schon wieder. Hast du das Switcherboard ausgemacht? Nee, ne? Daniel Williams. Bist du böse? Oh. Er sagt was. U. Wenn er jetzt Unge schreiben würde, wäre so krank. Up. Upstairs. Ah, okay. Upstairs. Er will sagen, dass er oben ist. Ja, upstairs. Junge, hätte jetzt Unge geschrieben. Boah, wenn er Unge sagen würde, ne, dann würde ich rennen. Junge, oh! Wir sind eingesperrt. Fuck. Oh, scheiße. Ich räucher. Räucher. Scheiße. Hey. Scheiße genug. Magst du noch mal singen? Nein. Hörst du das Ouija-Brett? Es bewegt sich weiter. Echt? Ja. Wir können raus! Lauf! Lauf, Clu, lauf! Oh Gott. I'm a survivor! Na, 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 na. Okay, schnell. Hier lang! Lauf! Wie heißt... Oh mein Gott, scheiß Ouija Board. Ist immer noch an, das macht ihn so übelst... Daniel Williams! Der hat weiter was geschrieben, Daniel. Guck mal. Eben hat er upstairs, aber es endet mit Y. Das heißt, er hat irgendwas Neues gesagt. Was könnte er gesagt haben, was mit Y endet? Wirst du einen Panten? Daniel? Bist du jung? Wie alt bist du? Oh, guck mal. Mach einen Schritt zurück von der Tür. 43 schon wieder, ja, ist 43. Das wissen wir schon, du Ehrenmann. Aber was hat er vorhin geantwortet, das Y? Ja, irgendwas mit Y am Ende. Was könnte mit einer Y... Vielleicht, dass wir bleiben sollen. Stay, oder vielleicht, weil das Sorry schreiben, dass die Tür abgeschlossen hat. Sorry. Oder creepy. Oh. Oder upstairs hallway. Hey, du Ehrenmann. Sing mal. Junge, sing mal. Okay. Guck, ob ihn das wirklich triggert. Was soll ich singen? Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Nein. Ich suche dich und vermisse dich. Komm, mein süße Maus, komm die Stufen runter. Du wolltest es einschließen, du Ehrenloser. Wo bist du? Ja, komm. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Oh Gott, Knu. Ich suche dich. Das ist genauso schief wie das Original. Stark. Und vermisse. Das haben Türken so gemeint. Ich bin ja auch Halbtürkin deswegen. Ah, okay. Halbtürkin? Und was ist die andere Hälfte? Überleg. Deutsch? Ja! Okay, und welcher Elternteil? Ich bin halb Döner und halb Kartoffel. Und welcher Elternteil hat türkische Wurst und welcher Elternteil deutsche? Mama ist deutsch und Papa ist türkisch, aber mein Vater ist ein richtiger, lustiger Schwab. Also er kann auch türkisch, aber er ist schon so richtig... Er ist ein richtiger Schwabe. Schwäbisch geworden. Also richtig lustig. Schwäbisch, Häuslebauer. Oh. Ah ja. Mach mal hier. Du, Geist, kannst du mal bitte runterkommen? Hey, komm mal, Geist. Wir wollen ein Foto. Der heißt Daniel. Oh stimmt, lass uns Williams. Auch ein Foto machen. Nicht reingehen! Daniel Williams! Okay. Daniel Williams! Komm, Daniel mal Williams! Wer traut sich bis zum Down-Teppich? Okay. Bis zum Down-Teppich? Nein! Tür ist zu! Daniel Williams?
Er muss ja hier vorbei, er muss ja hier vorbei. Daniel Williams. Daniel Williams. Daniel Williams. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er wollte mich gerade töten. Er wollte mich gerade durch die Tür töten. Habt ihr das gesehen? Daniel Williams. Daniel Williams. Er ist auf das Fenster zugegangen, Alter. Kranker Bastard. Ich glaube, du hast mir gerade den Arsch gerettet, weil ich glaube, sonst hätte er mich geholt. Junge, weißt du, was er gerade gemacht hat? Der ist gerade zum Fenster gelaufen und wollte mich durch die Tür packen. Echt jetzt? Der wollte mich durch die Tür packen. Boah, ich will das auch mal sehen. Ja? Das Telefon vibriert. Ich will das auch mal sehen. Mach das nochmal. Nein. Doch. Nein, nein. Ich will sie sehen. Wir müssen jetzt gehen. Kommt schon, will sie. Wir müssen jetzt nein. gehen. Ich will ja mal sehen. Nee, kannst du Clip, kannst den Clip angucken. Ey, ich erkläre kurz, wie es war. Er ist hier, erst ist er nach, ich weiß, dass du da rechts bist, ja? Und er ist erst nach links gelaufen in die Richtung. Und dann ist er zurückgekommen und ich dachte, er geht jetzt zu dir in den Raum. Was hat er gemacht? Er ist hier zur Tür hingegangen und stand hier vorm Fenster. Oh, es schon wieder. Ich mach das nochmal. Die Tür geht zu, weil ich hier so nah dran stehe. Er denkt, ich bin im Haus. Guck. Voll gruselig. Ja. Ja, komm. Gruselig. Mal gucken, ob er jetzt nochmal kommt. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ja, komm, Danny Williams, komm. Auf dem Rückweg. Da, er kommt, er kommt, er kommt. Da, er kommt. Oh ja, krass. Oh mein Gott. Ja, ich seh's. Oh mein Gott, guck, du hast das einmal. Oh mein Gott, Danny Williams, du hast kleine. Hast du ein Foto? Ja, aber es. Oh, er kommt schon wieder zur Tür. Siehst du das? Danny Williams. Hallo. Danny Williams. Danny Williams. Oh, nein! Gnu! Erschreck mich doch nicht so! Oh mein Gott! Gnu, es sah aus! Es sah aus, hätte ich gepackt! Daniel Williams, Daniel Williams, Daniel Williams, Daniel Williams, komm zur Tür! Daniel, Daniel Williams! Daniel. Da kommt er schon wieder, guck! Da kommt er schon wieder, guck! Oh mein Gott! Oh mein Gott, hast du das schon mal erlebt? Ich bin hier! Nein, ich bin hier! Hallo! Daniel Williams! Oh, er ist wieder offen. Ich will es. Das macht voll Spaß nochmal. Daniel Williams. Ich habe keine Kamerafotos mehr. Aber das Problem ist, er ist auf keinem Foto zu sehen, weil es durch die Scheibe nicht mehr geht scheinbar. Komm, wir holen nochmal eine Kamera. Ja, lass uns eine Kamera holen. Lass uns diese große Kamera von oben. Lass uns diese große Kamera von oben runterholen. Dann können wir einen Film machen. Ist er denn im Film zu sehen? Oh ja. Ja, klar, den kann man. Achso, man kann den Film leider nicht angucken, aber eine könnte hier quasi geiern. Einer könnte hier aber gucken, wir sind ja. Wie so kleine. Wir sind wie so kleine Klingelputzarschlöcher. Diese Kamera stelle ich jetzt ins Haus rein, ja? Pass auf. Ich stelle die einfach okay. Irgendwo ins Haus rein. Warte, habe ich noch Sanity? Ne, ich habe null. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, warte, habe ich noch. Du hast die richtige Fotokamera, ne? Okay, komm. Ja. Ich mach da ein Foto. Danny Williams. Foto, tue ich Facebook. Okay, ich muss die Kamera irgendwo hin tun. Ich muss die Kamera irgendwo hin tun, wo man so ein bisschen auch was sieht, weil das Problem ist, die steht natürlich auch sonst auf dem Boden, da sieht man nur seine Füße, der hat hässliche Mauken. Ja. Okay. Auf die Küche. Ich versuche auf die Küchentickets, versuche ich ihn drauf zu tun. Oh ja, warte, komm mit rein. Oh nein, nein. Ich hab so Angst. Das ist so eine Türmatte, gell? Das ist unter. Oh Gott, die ist auf den Boden gefallen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Tür ist zugegangen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war letzte Sekunde, die Tür ist jetzt abgeschlossen. Daniel Williams, komm mal her! Da kommt er! Daniel Williams! Ja, Daniel Williams, komm mal her! Daniel Williams, komm doch! Daniel Williams! Hey! Hey, wo bist du, Daniel Williams? Daniel! Der hat keinen Bock mehr auf uns, ne? Daniel Williams! Daniel Williams! Wo bist du? Daniel Williams? Der fühlt sich richtig gemobbt, ne? Ich glaube, er kommt jetzt. Daniel Williams! Du bist halt. Ich kann deine Eyeballs von innen sehen. Ich deine auch. Daniel Williams. Oh, er hat keinen Bock mehr auf uns, ne? Der ist so richtig abgefuckt. Der hat richtig keinen Bock mehr. Darf er da nicht spielen kommen? Daniel! Oh, ich hab sogar schon aufgehört. Er hat aufgehört, so ein Versager. Oh, der fühlt sich richtig gemobbt.
So, ich habe die Kamera richtig gut hingestellt. Ja, genau, perfekt. So, und jetzt gehe ich gucken, Okay, lock ihn, okay? Lock ihn, aber sonst ist nicht eingeschaltet. Ja, ich gehe gucken. Daniel Williams. Okay, welche Kamera ist das? Da, ich sehe. Daniel Williams. Daniel Williams. Wo bist du oben, Daniel Williams? Wo bist du? Geist, wo bist du? Geist, wo bist du? Daniel Williams. Daniel Williams. Der kommt nicht, wenn du ihn rufst, ne? Ich glaube, ich muss ihn wieder rufen, oder was? Sind. Ich glaube, du hast echt verkackt. Der hasst mich, glaube ich. Ich glaube, der hasst mich. Ich glaube auch, der will eigentlich nur noch dich umbringen. Ja, was machen wir jetzt? Ich will ihn einmal durch die Kamera sehen. Daniel Williams. Geh einmal einen Schritt rein ins Haus. Gehen wir zur blauen Matte. Lauf rein und ruf den Namen. Daniel. Okay, ich komme ihn anlocken, Gnu. Ich komme ihn anlocken. Ich merke schon, das klappt nicht hier mit dir. Ich merke schon, der hat keinen Bock auf mich, ne? Das wird nichts. Okay, ich zeige, dass jemand Daniel Williams lockt, okay? Soll ich das zeigen? Ah, oh, ich sehe schon wieder, alles läuft falsch bei dir. Guck mal, das Ouija-Brett an. Ich glaube, du musst es singen. An Ouija-Brett an. Das war schon Daniel an. Daniel Williams, jetzt kannst du kommen. Daniel Williams, zeig uns ein letztes Mal dein Gesicht, Daniel. Daniel. Ich glaube, du darfst nicht durch den sprechen, sondern ach so. Normal, glaube ich. Aber ich habe abgedacht, vielleicht hört ja auch Funksignal ab. Daniel Williams. Daniel Williams, ja komm! Na komm, Daniel! Na komm, du hast das Ouija-Brett ausgemacht, na komm! Ich hab keinen Bock mehr, ne? Das hatte ich ja nie, dass der Geist nicht mehr kommt. Krass, wir haben ihn komplett kaputt ist gemacht. Ist der irgendwie vielleicht hängen geblieben oder geblieben? Ich glaube, der ist hängen geblieben. Wenn er zurückkam? Ich glaube, der ist hängen geblieben, ja, ich glaube, der ist hängen geblieben. Sollen wir mal in sein Zimmer gehen und gucken, ob er wirklich weg ist? Weil ich höre auch keine Geräusche mehr von oben. Ja, ich glaube, der ist tot. Wir haben ihn wirklich ausgetrieben. Wir sind die richtig guten Geisterjäger. Daniel Williams, wenn du noch tot bist. Sag was. Frag mal so eine klassische Frage fürs Ouija-Brett, was er immer beantwortet. Oh, er blinkt. Wie alt bist du? Oh ja, sehr gut, er ist noch da. 43, Ehrenmann, er lügt auch nicht, er sagt immer wahrscheinlich schon 44, wäre gut. Schon 44, weil sie ein Jahr abfacken. Genau, also, oh nein! Oh jetzt, schnell den Van! Schnell, ja. Ich will gucken. Bist du hier, Daniel Williams, Daniel? Oh ja. Wie geil ist. Ich will die Kamera gucken, let's go. Ja, wo ist er denn? Ich sehe Daniel Williams nicht. Siehst du ihn? Er kommt nicht mehr runter, ne? Ich glaube, den Geist gibt's nicht mehr. Andere Antworten. Siehst du ihn nicht? Nee. Der kommt nicht mehr. Daniel, komm. Geh doch mal durch die Kamera. Geh doch mal durch die Kamera, Daniel. Oh, schon vorbei? Nee. Hallo? Nee. Daniel, komm doch. Guter Tanz, Gnu, guter Tanz. Gnu macht diesen anderen Daniel Williams Dance. Da ist er! Ich seh ihn! Ich hab ihn kurz gesehen, aber es ist schon wieder vorbei, ne? Ja, wir haben alles erledigt. Ach Mann, ich hätte so gerne, dass wir den nochmal geärgert. Aber ich fand es krass, wie oft der zum Fenster gekommen ist, wie so ein Hund. Der wollte so am Fenster, weil ich dachte echt, der hat dich durchs Fenster gepackt eben, als ich so geschrien habe, dachte, er hat dich gepackt. Ach so. Ja. Aber guck mal hier. Haben wir alles eingetragen? Ja. Ja, guck mal, diese Aufgaben hier haben wir nicht erledigt, aber wir haben unsere eigenen Aufgaben erledigt. Daniel Williams ja. Provozieren. Ja, okay, er ist ein Shade. Ja, und oh, vor allem austreiben. Guck mal, wir haben sogar Beweise, guck mal. Ouija-Brett, Fotos, Knochen,
Ah. Genau, das kann man auch alles finden. Das kann man in jeder Runde immer machen. Aber Geisterfotos nur haben nicht gezählt. Die an der Tafel geben halt mehr. Ja, die an der Tafel, die sind Opferaufgaben. Wer die macht Opfer, wir haben die besseren Aufgaben gemacht. Wir haben ihn zum Fenster gelockt. Kommen Sie dem Geist während der Jagd? Das haben wir wohl mehr als Opfer. Ja, das ist wirklich low, dass das da nicht erfüllt ist. Warum ist der Punkt hier nicht, locken Sie den Geist zum Fenster und rufen Sie seinen Namen 100.000 Mal. Mobben ihn. Mobben Sie den Geist. Ja gut, ich glaube, es war eine sehr erfolgreiche Abschlussrunde. Ja, fand ich auch. Schön getrollt. Der hatte keine Chance gegen das Geister-Duo. Oh Gott. Let's go, Daniel Williams. Let's go. Geil. War sehr wild, hat sehr viel Spaß sehr gemacht. Sehr nice. Sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank fürs Mitmachen. Sagen, wenn es wieder ein geiles Horror-Game gibt, dann werde ich wieder dich belästigen damit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gucke in deine Nasenlöcher noch, bevor Judy. Du gehst. Moment. Guckst du meine Nasenlöcher? Oh ja, das mag ich. Guck mal ganz kurz in meine Nasenlöcher, ob alles okay ist da. Warte, noch ein bisschen nach oben gucken. Mit deine akkuraten Zähne. Ja, du hast einfach. Bei dir gibt's gar keine Nasenlöcher, sondern da ist einfach Hautlappen dazwischen gewachsen. Lol, ich muss mal deine Nasenlöcher angucken. Warte. Guck mal nach. Okay, stell ich mal gerade hin. Warte. Nee, guck noch ein bisschen nach oben. Kleines bisschen. Stell ich mal so ganz normal gerade hin. So hast du einen Buckel. So stehst du nicht normal. Mach mal. gerade. Mach gerade. So, warte. Nee, gerade. Guck gerade. Gerade. Das ist nicht gerade genug. Ich bin gerade. Nein, so. Du hast keine gute Haltung. Hä, wie hab ich das eben gemacht? Duck dich mal. Ah, so, wenn du duckst, ja, kann ich. Ich kenne schon den Move. Ja, warte. Was für ein Move? Was? Ja, duck dich mal, ich muss dir was zeigen. Nein, ich wollte wirklich in die Nase reingucken. Warum denkst du immer so falsch? Das sagen sie alle. Duck dich mal, ich will in die Nase reingucken. Ach so. Okay. Gut, dann. Okay. Okay, warte, ein Basketball, ein Wurf vielen, noch. Vielen Dank. Ein Wurf, first try. Okay, komm, der Ehrenwurf. Jeder Einwurf, wer trifft? Okay. Oder wer zuerst daneben wirft, ist hat verloren. Das wahre Gamer Girl, okay? Wer zuerst daneben wirft, hat verloren. Oh, Gnu. Du musst erst mal. Oh, das ist zu weit weg. Ich glaube, das wird nichts. Oh, Gnu. Oh, was war das denn? Warte, das geht nicht. Digga, war ja richtig. Oh, okay. Jetzt ich. Guck hier. Ich sag dir mal, wie Männer das machen. Guck mal hier. Oh, 11 Punkte. Hast du gesehen? Nein. Hä, hey, bei dir sind keine 11? Ich möchte jetzt gehen, tschüss. First try, okay. Tschüss, Gnu, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ja, tschüss. Ciao. Ja, das war lustig. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Spiel rauskomme. Ach so. Verlassen drücken. Wir haben sie enttarnt, sie ist kein richtiges Gamer-Girl, Leute. Sie ist kein richtiges Gamer-Girl. Wir haben sie enttarnt, Leute. So, es war sehr wild. War ein sehr lustiger Stream. Leute, morgen gibt's wieder Gaming. Ihr wisst Bescheid, Dienstag, Donnerstag ist ja immer Among Us. Das heißt, morgen ist Donnerstag, das heißt, gibt's wieder Among Us. Wir spielen morgen nochmal diese Vampir-Mod und so. Mal gucken, ob ich diesmal auch Vampir werde. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr bei Unklickt und um 21 Uhr sehen wir uns dann bei Among Us. Heute gab es Phasmophobia, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde mal, achso, PSC, weiß ich noch nicht, aber ich denke ja. Und jetzt noch einmal ein Vollbildgruß für die Vanessili. Hey Unge, mein Julian wird morgen 20. Als kleine Überraschung würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn heute einen Vollbildgruß vom Schlofi gratulieren könntest. Vom Schlofi? Was meinst du damit? Aber ich mache einfach mal einen Vollbegruß Julian von Stofi. Werbung für Julian. Ey, Julian, alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, ich soll dich irgendwie vom Stofi grüßen oder so. Ich weiß nicht, was los ist. Happy Birthday. Küsse gehen raus. Kuss. Ciao. So, Leute. Jetzt aber wirklich
ab in die Haier. Ab in die Haier. Ich hoffe, ihr habt gute Clips gemacht. Ich hoffe, ihr habt lustige Clips gemacht. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.